Was? Wieso? Hatte Angst um mein Leben und das Vielleicht Leben meiner musst du Freunde. ja auch mal ein Tuning bezahlen. Haben wir schon. Wie habt ihr schon? Die Morelle hat auch einen Schlüssel von uns. Eine Karre. Nicht im Ernst. Doch? Oh je. Warum? Doch, Brian hat auch einen Schlüssel. War aus Versehen, sagst du? Eigentlich nicht, Mann. Das ist ja gut, dass du dich gewaschen hast. Die Frau. Ja, ich hatte, als es anfing, mit euch gesprochen. Das ist Das war der JP. JP Performance von 49 Ballers. So ein Jachtermann. Achso. Das Karussell steht schon vorn. Das ist der Bretterpark. Und meine Flipflops, die kaputt gegangen sind beim Rennen. Redest du jetzt mit uns? Alter. Ui. Maschallah, ui, Memo. Boah, die mit Zopf hinten, mit braunen Haaren. Ja, Die gut riecht, oh Mann. die gut riecht, oh wow. Oh, die riecht aber alle, also viele aus PD riechen gut, außer die vom SC, die stinken immer nach Schweiß. Ui. Ja. Oh wow. Und nach Schwanz. Nee, das nicht. Ui. Doch, vielleicht auch, doch die duschen nicht. Aber dir geht's gut, ja. Du brauchst keinen Arzt, du hast keine Rückenschmerzen. Ich hab Rückenschmerzen. Ja, dann geh vernünftig, dann hast du keine mehr. Hä, warum? Ich laufe voll noch vernünftig. Einen, ich kenne dann noch einen, der hat immer so gesagt, oh Drummer, Baby Drummer. Oh, Kennt Drummer. Ihr den? Ja, ich kenne den. Was ist dein Talent? Mein? Ja. Ich kann einen Golfball durch den Gartenschlauch ziehen. Boah, das war schnell. Da geht aber mein Rock hoch, Junge. Halt den lieber mal fest. Dinge, die möchte ich nicht von euch sehen. Boah, wenn du wüsstest, was O'Brien schon alles von uns gesehen hat, ne? Der O'Brien wollte mich mal auf den Mund küssen. Wollte nicht. Wollte wohl. Doch. Der hat mich an seinen Körper gezogen mit seinem T3-Helm. Sag mir bitte Bescheid. Ich kenne auch seinen Leberfleck an seinem Arsch. Dann sag mir bitte Bescheid, wenn er dich jemals auf den Mund küsst, dann kriegt er das von mir den Rest des Abends nicht mehr. Okay. Warum? Curtis hat kein Karies. Das wird nicht übertragen. Gibt's jetzt wieder Ärger? Nein. JP? Sind wir Freunde? Wir können immer Freunde sein. Kann ich mich hier rein ein bisschen? Hi. Kein Ärger mehr wegen Scheißwurfen, ne? Nö, nö. Gegen Waffen nicht. Ging, ging. Kurt Buller. Köftespieß, Junge. Das ist der Shit. Kurt Buller. Weißt du, was ein Piefke ist? Piefke? Das ist ein kleiner Junge, der frech ist. Ich glaube, ich mache eine Alligator-Farm auf. Was? Eine Alligator-Farm. Alligator-Farm? Du merkst, oh. Mit uns kann man schilden, ne? Ich hab nie gesagt, dass man mit euch nicht reden kann. Ich finde, dass wir mit uns nicht reden können. Ich hasse die alle. Ich hoffe, dass die alle sterben. Okay. Ja. Was wissen die? Die sollen sterben. Alle. Ist das nicht ein bisschen hart? Nö. Ich hasse die. Die machen immer nur Ärger. Und wenn die immer nur Ärger machen, dann wenn die immer die nur Ärger sterben. bereiten, warum bleibst du denn, warum hast du dann mit denen zu tun? Hab ich ja nicht. Ich klaue nur immer von den Autos. Und aus dem Kofferraum Sachen. Man gönnt sich ja sonst nichts. Nö. Dann einen schönen Namen noch. Und ich auch. Wie sagt man? Hade. Hade, tschüss, Bruder. Aber JP ist ein cooler. Nein, das Geld ist ein Orangestein. Das ist ja geil. Orange-Purple Scooter. Ich hab 5 Minuten nicht geredet, nur gelacht. Ja, weil du uns lustig Guck mal, findest. Was sagst du? Guck mal, wie Danjo aussieht mit seinem. Still, oder?
Hätte ich dir bloß nicht mein Auto verkauft. Wieso? Der sieht doch jetzt gut aus. Willst du zurückkaufen? Der sieht geisteskrank aus. Warum redet die nicht mit uns? Warum dreht die uns den Rücken zu? Weil sie ein breites Kreuz hat. Aber guck mal, das sieht doch wild aus. Und der Tag auf dem Rücken. Ui! Da geht aber mein Rock hoch. Bei der Geschwindigkeit. Was haben die jetzt gemacht? Weiß nicht. Hat nicht, das ist geheim. Der hat erstmal 200 Jahre gelacht. War der, glaube ich, die Waffen bezahlt. Dann würde ich uns ansehen, würde ich auch lachen. Ich glaube, der hat wiedergegeben. Ja, der hat wiedergegeben. Ja, wenn man von solchen Leuten genommen wird. Weiß nicht. Wie viele? Wie viel? 5? 3? Dann lass den noch 2 Ampel wiedergeben. Nö. Mann, was? Nö, du Idiot. Nö. Scheiß doch für die Dinger, Alter. Why not? 6, oder? Ja, lass den noch 2 wiedergeben, Mann. Dann haben wir 4. Gib her, ich fahr mit Rollern. Nö. Doch. Gib den Genie. Das ist ein OG-Code. Hey, warte. Nicht funken. Da steht R. Nee, Philly sagt, nö, kriegen wir nicht. Aber ey, warum? Nein. Weil die gestern hergekommen sind und uns gebrettert haben. Ja, und? Doch, wir haben uns auch gestern ihr Dings verteidigen. Ja, die haben eine normalen Pistolen dafür. Boah, ihr seid solche. Gib her zwei. Ich hätte auch eine zurückgegeben. Gib denen doch einfach 2, Mann. Scheiß eine, drauf. Eine, wenn überhaupt eine. Ja, dann gib her. Ja, musst du mit Dings. Boah. Mit Philly reden. Ihr seid solche Miesepeter, ne? Ehren, halt mal kurz deine Nase zu. Ui. Ja, Curtis. Ja, lass denen doch eine wiedergeben und 2. Nee, dafür, dass die so dumm waren. Warum dumm? Die müssen auch ein bisschen gucken, dass die Respekt kriegen. Ja, aber... Selber schuld, wenn sie jetzt 6 Stück vorbei. Wir sind dumm, warum? Scheiß drauf. Willst du denn ehrlich eine wiedergeben? Ja, ich würde denen sogar 2 wiedergeben, wenn die 6 gebracht Nein. haben. Nein. Why not? Why, Kiki? Wir brauchen die Dinger eh nicht, Junge. Doch, brauchen wir. Nein. Siehst du, du lachst schon, du Penner. Einfach für die Moral. Ja, dann gehen wir den normale Pistolen, davon haben wir genug. Boah, lass doch von diesen scheiß Dinger, wen juckt das? Das ist Geld, Kurt, das ist Geld. Mann, was für... Halt dein Schnauzegeld. Wir sind reich, guck uns an. Hab Louis Carton Rock an. Ja, warte. Also ich bin kein Fan davon, da was zurückzugeben. Ich schon. Wir sind unterschiedlich, das ergänzt sich alles gut. Ja. Wir sind keine krassen Gangster. Überleg mir das, okay? Bis wollen. Gib mir eine Stunde Zeit. Warum eine Stunde? Okay, halbe Stunde. Brauchst du eine Stunde? Ich gebe dir 15 Minuten. Okay. 15. Gib dir eine Gefechtspistole. 2. Eine. Eine normale? Nein, 2 Gefecht. Nein. Doch. Nein. Eine. Nee. Eine. Nee. Wie ne? Du hast gerade gesagt eine. Du Hässlinger. Warte, der Johnny muss das Auto abschließen. Mach zu. Mach zu, ich gebe den eine wieder, damit alle glücklich sind. Das ist der falsche. Ja, eine dann. Ja. Ah, warte, Johnny. Warte, lass mal kurz offen. Die mussten doch herkommen. Ja, ich bringe gleich eine zurück. Wann? Gib mir kurz. Und dann komme ich im Park damit. Okay. Willst du die dann hinbringen? Ja, ich fahre mit Roller. Weil mit mir hat er nicht so viel gesprochen. Ich glaub, ja, der hat er ein bisschen gelacht, weil wir so komisch sind. Sollte lachen gewesen sein, der hat mich angeschwiegen. Ja, der fand, wir sehen nur lustig aus. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt auf den Roller steigen soll. Ich hab nichts drunter. Doch, Geschenk für die, wenn die mal sehen dürfen. Ich will nicht gucken. Wann kommen wir? Warte. War das jetzt sie?
ich bringe die jetzt sofort in den Park. Okay. Okay, bis gleich. Harte. Also sich einen Roller kaufen, behindert im Kopf werden, hässlich. Hallo, anziehen. Behindert sagt man nicht. Das ist diskriminierend. Das ist hier ein Political Correctness Park. PC. Ich hab deine Haare riechen. Bitte was? Die riechen nach Fritteuse. Hast du gerade meinen Haaren gerochen? Na klar. Die riechen gut. Jeez. Nach Kokosöl. Frisch gewaschen. Aus Asia-Schuppen-Fritteuse. Tust du deine Perücke in meine Waschmaschine? Das ist keine Perücke. Na klar. Nee. Guck mich in mein Auge. Setz die Brille ab. Nö. Dann kann ich da leider auch nicht reingucken. Mach ein Loch rein mit deiner Zunge. Ew. Warum ich hab ein Zungenpiercing, der blinkt im Dunkeln. Mach mal an. Ich glaube, der opine ist sauer auf mich. Wieso? Wo ich seinen Vorlingessen beleidigt hab. Ja, du bist auch doof. Hör auf, den Kopf zu beleidigen. Das macht man nicht. Stell dir vor, es wäre einer lebensgefährlich verletzt gewesen von uns. Sie haben uns geholfen. Aber was ich komisch fand, warum wurde gestern keiner durchsucht? Ja, nee, interessiert mich doch nicht, was ihr da sonst gesehen. Aber du bist doch Polizei. Ja und? Ich bin CDF. Ja, ich hab auch Dings, ich hab aber vor. Egal. Ich hab gesehen, die hatten alle so Dienstausweise und sowas von den Medizinern. Und Stethoskop im Hals. Mhm. Nur ganz ehrlich, ich hab schon immer gesagt, mich interessiert es nicht, was ihr hier in euren Gebieten macht, ob euch dazu da ist. Das ist nur Freizeitpark. Ich hab Harris angerufen und Hilfe geboten. Geboten? Wie hast du geboten? Geboren. Das hier ist ein Freizeitpark, ne? Ich hab gesagt, hier kommen viele Menschen, die wollen uns umschießen. Und dann kam der nicht und habt ihr nicht... Ich bin ein bisschen wütend immer noch, ne? Mein Gefühl. Sauer. Hi. Aua, tritt mich nicht. Warum, warum liegst du auf dem Boden? Wo hast du das Ding her? Aua. Das ist doch bestimmt mit Polizei-Equipment. Hm? Ja. Ab deine Frisur. Das ist Karneval. Alles gut. Das funktioniert auch nicht. Das sieht nur cool aus. Wie dein Hirn. Wow. Wo ist O'Brien heute? 1-0 für die böse Tante. Der ist auf jeden Fall nicht da. Wo ist die Morell heute? Auch nicht da. Wo ist die Frau King heute? Jonathan, bist du fein mit? Ja, eigentlich hab ich gesagt nein, aber... Scheiß drauf. Gold, dann macht's. Große Tasche. Dich auf ich hab, Park. Komm nie wieder. Mit die Schnauze. Wenn du mir das nochmal antust, fick ich dich. Willst dich eh wieder ausgeschlossen? Hat das alles geil, gestimmt? Das dann? Ja, hat alles gestimmt. Warte, ja. Danke. Bitte. JP heißt der, ne? JP Performance, ja. Okay. Was wollt ihr machen? Der Curtis bringt da kurz was hin. Du musst dich vorne draufsetzen. Ja, mein Arsch ist zu dick. Kommst du mit? Ich komm mit. Ich bin wirklich gerade Shorts, Alter. Bebe, das ist so luftig, ne? Sollen wir mit Affengeräusch da rein? Nein. Ich wurde am Kopf operiert. Audi Partner, ey. Mila hat Popo, aua. Ui. Ui. Wo ist denn der? Keine Ahnung, hier ist keiner. Soll ich anrufen? Hast du deine Nummer? Ja. Der callt in unseren Cellphone. Call me on my telephone. Wo bist du gerade? Hä? Denk drum im Modi. In die Hut gefahren? Ich komm mal dahin, warte mal. Wo? In die Hut von denen. Aber da waren wir doch gerade. In den Gangster-Turf. Ui. Ja, zieh besser deinen Helm auf. Oder?
Und los. JP Performance. Das Wort für dich. Warte. Da noch. Dann ist alles cooler. Alright. Zähl dich kurz aus, du Wichser. Komm, Johnny, du fährst. Wie geht's der Vorhaut? Ich hab keine, die wurde mir weggeschossen. Ja, das ist gleich, ja. Inshallah, Bruder, alle würden 200 Jahre alt sein. Maschallah, Bruder. Harte Tschüss, Jungs. Lass mal deine Alligatorfarm auf. So ist viel cooler, Sachen zu klären. Bis auf deren Fleck. Was ist eigentlich mit denen hier? Keine Ahnung. Lass doch fragen. Da vorne ist einer. Hallo! Hallo! Hallo, schöne Mädchen! Ist das Casey? Nein. Tangsam. Hi. Hi. Angie? Angel. You're my Angel, my darling Angel. Wie geht's dir? Was machen wir hier? Ich hab doch gar nichts gemacht. 5000 Uhr Brett. 5000? Runter hier? Ja. Was ist die, wo seid ihr von dem 44? Was soll ich sagen, Onkel? Hä? Redest du mir? Der Onkel Mike beschützt die Hotel. Wer ist der Onkel Mike? Mike? Wer ist der Onkel Mike? Das ist der Onkel Mike? Nein. Ja, hab ich gerade am Telefon. Hast du eine Pampers an? Nee, das ist eigentlich ein komplettes Hemd, das ist ein Onesie. Du hast einen Pampers an, Junge. Was ist das, Onkel? Ich soll vom Mike sagen, er sitzt mit der Pappjacke am Verarbeiter. Ja, dann kannst du dem sagen, der kriegt von dem richtigen Onkel mal ein Brett, wenn er sich als Onkel verkauft. Du kriegst vom richtigen Onkel. Boah, das macht mich Brett, wild. Jetzt muss ich erstmal ein Stück laufen. Ich muss mich abreagieren. Mit O und nicht mit Ö? Also ich soll jetzt sagen... Hallo Child, wink winke. Ich habe heute ganz viel zu tun gehabt. Wir haben den Waffendealer-Charakter erstellt. Und wir haben nochmal das Konzept mit dem Team überarbeitet. Und da kommt... Oh mein Gott, Bruder, das wird so dick, ne, Alter, ohne Witz. Ich weiß nicht, ob ich spoilern darf. Aber ja, wird richtig dick, Mann. Und wir spielen nicht die Army Base, sondern den Flugzeugträger oben. Fashion Baby. Ja, wir kriegen diesen Hammer aus dem letzten DLC, Alter, nur ein Helilopter. Ui, Puder, ui. Das ist kein Rock, das ist so ein Bademantel-Unterteil, Alter. Uhu, Frau Chiefin. Bundipodipo, nicht mehr hier? Oh nein. Oh, wer bist du denn? Eigan. Hallo. Der Trödeltrüpp Schickrü ist vorbeigekommen. Ja, wo? Wir haben gehört, der Borschmaschine. Und Goldzähne. Was mitbringen, ne? Das wurscht. Wir sind der Klingelspit. Kommst du jetzt vorbei, Mike, oder was? Oder? Ich hab dir doch gesagt, soll ich dich abholen oder nicht? Ja, dachten ist nicht dachten. Kann Onkel auch abholen. Ja, der Onkel kann auch Fettback abholen. Ja. Die Fettbacke kann ich abholen. Fettbacke sich direkt eine neue Hose kaufen. Der ja, Fettbacke holt ich ab. Fettbacke holt ihn beim Feld ab. Wieso braucht er eine neue Hose? Welche guck doch mal, das sieht aus, als wenn er eine Windel anhat. Okay, nee, brauchst nicht los, er wird gerade abgeholt. Ich hatte ja eine an Mobbing doch. Alles klar. Hä, ja. Warum nicht? Jetzt lass ihn doch. Hier wird nicht rumgezählt. Er ruft dich jetzt an. Was? Was? Seid ihr eine Gang? Schlafen Sie gut. Gute Nacht. Ich hab doch gesagt, ich gehe aufs Ende. Ich hab was gesehen, was ich nicht sehen wollte. Wann wurde keiner meine Frage? Nein, wir sind nicht vor mit dir. Wer seid ihr? Ich rede mit dir, Hustler ist immer noch von gestern. Hey. Aber ihr wohnt doch ganz woanders. Nee, wir sind umgezogen. Ach, habt ihr jetzt die Projektmappe? Ja, Schickru hat uns gutes Angebot gemacht. Ey! Ich mach Unzugsunternehmen auf. Den Trödeltrupp. Ach so, ja, wir müssen weiter. Gucken bitte nicht zwischen die Beine, ich hab nichts drunter. Ich hab gar nicht was gesehen, was ich nie sehen wollte. Ulala! Schweine. Was ist denn noch ein Mädchen? Schweineauto tritt dagegen hier, die gegen die Scheiße. Und jetzt ab hier. Nenn dir einen Onkel, Alter. Wie kann uns jemand ernst nehmen, Junge? Spätestens dann, wenn die vor unserem Boden liegen. Wäre ja nicht das erste Mal. Soll ich tankeln?
Ich mach schon. Ich hab gar keinen Schlüssel, dann musst du machen. Ja, was tankt der Kerosin, ne? Ja. Du musst den Motor ausmachen. Ich hab. Wie denn? Ach so. Tritt gegen. Dann tank du. Wie denn? Ich hab keinen Schlüssel. Ach so. Warum braucht man einen Schlüssel zum Tanken? Ja, für Tankdeckelschloss. Gedöns. Jungs, Motor. War Schlitten mit Motor. Also sind die Hasler jetzt im Projekt mal gezogen? Ja. Aber wo sind denn die Portipor hin? Keine Ahnung. Boah, das ändert sich aber alle 2 Tage, ne? Ja, ja. Heute der, morgen der. Und alle machen Fufu. Ja, und Baba Gnusch. Was hast du letztes Mal nochmal gesagt? Mischgeburt oder so? Mistgeburt. Mistgeburt. Mach mal an den Hobel. Also. Mistgeburt. Mittelfinger raus und Mistgeburt schreien? Okay. Du schreist, mach Mittelfinger. Los, Ernie, drück auf die Tube! Mistgeburt. Der auch. Ah, ist auch eine. Und Mistgeburt. Ne, bei denen nicht, sonst kommen die wieder rum. Okay. Aber bei denen ja. Cold ist da drauf. Oh. Jetzt, gib ihn. Mistgeburt. Was wollen die machen? Wir sind der Jönky Park. Ja! Ah. Man soll keinen Menschen beleidigen, ne? Bald gehört wo Hotel, aber gehört mir schon. Was für ein Hotel meinst du? Transylvanien. Warum kam jetzt diese Frau zu uns? Vom Opralen? Weiß nicht. Mistgeburt. Ey, selber. Mistgeburt. Was geht? Was machen? Sag mir einfach, was wollt ihr eigentlich hier? Ja, was wollt ihr hier? Weiß ich nicht, die haben drüber geredet. Die hat auch Langeweile, ne? Ich hab gefragt, was los ist, warum die hier steht, wie nicht abgeholt. Junge, die ist schon halbe oben rein, Alter, fährt die ganze Zeit mit dem Drafter. Ja. Wo ist das, unser das, Essen, Trinken das hin? Das ist bestimmt der Verlobung. Das ist im Drogendings drin. Ja, da ist nur Alkohol dran. Ja, hab ich gestern schon gesagt. Wir hatten aber auch mal irgendwo Essen, Trinken. Da müssen wir wieder Raubzüge machen. Hier, warte mal, hier vorne in dem Dingens. In dem Lilanen, glaube ich. Was sind unsere Freunde? Das ist leer. Goofy. Weiß nicht. Was sind die? Komm. Hast du einen Schläger? Nein. Da, nimm. Oh, danke. Oh. Da schon wieder Verfolgungsjagd, da vorne. Das sind der Helfer. Wir machen Live-Report. What's da? Ui. So darf man aber nicht parken. Ui, guck mal da. Oh, guck mal. Ui. Ui, zählt er. Das ist doch von der Frau Dings, das Auto, du. Von der Frau Brein. Nee, oder? Das ist das Auto von Frau Brein. Ja, ihr könnt weiterfahren, wir kümmern uns darum. Nur wir passen auf. Wir haben das gefunden. Wir passen schon auf, alles gut. Wir passen mit auf. Ihr habt aber nicht die perfekte Kleidung und das perfekte Fahrzeug. Was soll das denn heißen? Guck mich an. Wie geht's euch, Kollegen? Was soll denn das heißen, wenn ich bitten darf? Ich bin Sheriff. Der Modepolizei. Ich habe aber meine Marke nicht dabei. Ist nicht ein bisschen frisch jetzt um die Uhrzeit? Doch, vor allem beim Urlaub fahren. Kann ich auch ein Kaugummi? Habt ihr mit dem Funk? Ja, wir haben auch Funk. Was ist der Code für einen Überfall? Ja, wenn du dich auskennst, musst du das doch eigentlich wissen, oder? Ist das ein 10-11er?
10-11 ist auch ein Überfall, ja. Okay. Und was ist ein 7-1-9er? Sag du's, ja. Ha, wunderschöne Mensch gesichtet. Okay. Okay. Könnt ihr mal Tüterlicht anmachen? Warum? Weil ich, oh mein Gott. Bitte umfahren Sie die Straßensperre. Das ist hier ein Tatort. Dankeschön. Ich habe alles im Griff, Rufi. Ihr müsst voll Polizei. Verstehe nicht, warum die mich damals nicht angenommen haben. Tja, wir auch nicht. Weil ich nicht lesen kann. Uiuiui. Was denn? Ui. Guck mal, warum springst du runter? Ich habe mich nicht festgehalten. Die Frau Klein hat einen Unfall. Ich wusste nicht, dass wir verunfallt. Ich wusste nicht, dass wir schön losfahren. Ich hatte mich nicht festgehalten. Wir müssen uns einen Parkplatz suchen hier, ne? Was müssen wir? Einen Parkplatz suchen. Boah, die haben voll schöne Autos. Ui, lass vom PD parken, Sonderparkplatz. Guck mal, das hat keine Bimmellichter. Das ist besonders, wie ich. Boah, das. Oh. Ui. Komm extra für uns. Wie gemacht für uns? Da rein. Na, bist du bescheuert? Klar. Ich steh nichts mit Roller verboten. Müsste Polizei malen. Hallo. Hallo, Mr. Polizei, Mann. Ein wunderschöner. Hier um die Ecke steckt ein Polizeiauto, das an und da ist keiner drin. Ja, wo? Fahren Sie mal bitte erstmal hier runter. Okay. Und dann komme ich zu Ihnen. Oh mein Gott, ey. Vorsichtig. Die ist vorsichtig. Halt fest. Vorsichtig. Hey, vorsichtig. Aua. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Wo steht dann das Fahrzeug? Geradeaus und links. Geradeaus und dann links. Okay, da dann schauen wir uns bei der Brücke. Bei der Brücke. Okay, schauen wir uns an. Dankeschön. Da waren noch Leute am Auto dran. Da waren Leute am Auto. Ich glaube, die wollten klauen. Aber wir haben die aufgehalten. Die haben am Spiegel gedreht und gezogen. Okay. Der eine hat sogar Luft aus dem Reifen gelassen. Okay, na dann schauen wir uns das auf jeden Fall mal an. Ich glaube, das Auto gehört der Frau O'Brien. O'Brien, okay. Da stand CTF-01 drauf. CTF-01. Gut. Nee, ist in Ordnung. Weiß ich Bescheid. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Tschüss. Winke, winke. Du bist bei Businessman mit Knopf im Ohr, ne? Mhm. Das ist mein Razer Logitech Headset. Uiuiui. Warum fahren wir auf Fußweg? Ui. Uiuiui. Ui. Du bist aber ein Feini. Nein, nicht wegrennen. Mach langsam, nicht, dass du über seine Pfote fährst. Als ob ich einem Hund weh tue. Ja, das ist, kann aus Versehen gewesen sein, denn. Kleiner Wuff-Wuff. Boah, der bleibt sogar bei Rot stehen. Der ist komm, wir helfen den der über die Ampel. Der ist schlauer als Tyrese, der kann doch bestimmt besser reden. Hallo, Wuff-Wuff. Wuff. Nein, ist rot, warte! Man nimmt den her, dass von rechts ihn keiner umfahren kann. Er zeigt mir schon einen alten Opa-Hund über die Straße. Die sind voll die Netten. Uiuiui. Oh. Der hat einen Schmetterling gesehen. Der will du befahren, ne? Ich glaub nicht. Obwohl, der sind Raudis unterwegs. Ich glaube, die rennen im Park. So ein Roller ist viel cooler als so ein Zentorno. Ja, ich habe mir auch einen Roller geholt gestern. Mm-mm. Einen Sportroller. Mm-mm. Doch. Lüge. Keine Lüge. Auf meinem Nummernschild steht Goofy XO XO. Ach stimmt, den habe ich gesehen. Ja, das ist meiner. Uiuiui. Ui, ui.
Weil Roller-Tuning is not crime. Was sind denn da alle? Ich höre, dass zum nächsten sind jetzt im Junk Park. Bitte. Tankfahren. Und ich brauche einen für The Guardian. Ei. Der Turismo R. Der orange Karre mit der LS-Kennzeichen. Wo sind denn alle? Und The Guardian mit ihr. Oh, ey, ey. Was denn? Bleib stehen. Ich gebe jetzt Griffi den Schlüssel für The Guardian, glaube ich. Ich habe den Schlüssel. Komm, lass zum Schlüsseldienst. Wollen wir auf Bonzen machen? Alle coole SUVs fahren, obwohl wir alle nur alleine sind. Okay. Nein, das nicht machen, das alle in einer Karre. Rust.p weiß ich nicht. Ich wurde doch auf dem anderen Server eingeladen gestern Nacht. Auf diesem anderen RP-Server, wo nur für Streamer oder so ist, glaube ich. Da kein Cowboy. Ja, ich passe da nicht rein. Aua. Ui. Ja. Was ist denn Jonathan? Weiß nicht, vielleicht auch Schlüsseldienst. Wir haben gerade das Auto von dem Mr. Prime gesehen. Echt? Das stand einfach auf Straße. Die Kokett? Oder den Drafter? Danke für die Antwort, merke ich mir, Arschloch. Ja, da wo Munda ist. Und ich sag immer da wo, du Ärgerer. Oh, Akbitobo. Ei, cool, schick, schön. Und Schwartlappe, danke für den Prime 13. Und Silent Fox, danke schön. Du bist am 17. Und Mario, danke schön, du bist am 3. Nee. Why? Und Jerome, danke schön. Nicht zu ihm reinfällt und er stirbt. Aber dann ist er auch mal schuld. Wir haben Polizeibescheid gesagt. Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mir Rust angucke. Das sieht ziemlich wild aus. Und da ist so viel Drama. Was denn? Ich warte. Ich sitze hier gerade mit der Curtis im Auto. Ich komme jetzt kurz vorbei bei der Dings, bei der Schlüsseldienst. Ich sag, der ist da. Ich mach gleich ein paar Bilder. Ich hab Kamera dabei, ne? Echt? Sollen wir posen? Ja. Der Nick ist gerade im Wald beim Vorbereiten. Ich muss bei dem Exemplar mitfahren. Ich fahr. Oder fahr du, Curtis. Wollt mir nicht ja Schlüsse machen? Sie sind, glaube ich, schon fertig. Also. Wo fahren wir hin? Park. Uiuiui. Ich mag das Auto. Das ist nur von dem 56. Ja, das haben die uns ui, gegeben. Memo. Wei. Oh, da fährt ein Mädchen Fahrrad. Ui, fahr hinterher. Guck mal. Hey, kannst du einen Trick? Mach mal Kickflip. Kann ich nicht. Komm, kannst schon. Du keinen Trick? Sag mal, Jan? Warum Jan? Ich bin nicht der Jan vom Kiez. Ich bin der Curtis aus dem Junky Park. Ah, okay. Ja. Ich kann leider nichts. Aber fahren kannst du. Ja, wenn ihr mich nicht fast mitnehmt. Hast du soll mich mitnehmen? Wie bitte? Was hat der neben dir gesagt? Was hast du gesagt? Hast du Stützräder? Hast du Stützräder? Nee. Okay. Okay. Tschüss. Viel Spaß euch. Tschüss. Bye bye. Have a great time. Boah, wir haben die fast gehabt, ne? Was meinst du? Wir fassen mit uns. Nur weil mal jemand mit dem Mädchen spricht. Boah, warum das? Schon wieder jemand. Ist ui, auch ein Mädchen. Guck mal. Ganz schüchtern, wenn man muss immer ein bisschen rede. So räuspern, damit die Stimme dunkel wird. Ja, da hast du recht, ich bin der Giffy. Das ist doch unser Freund, oder? An ihm rein. Handbremse! Ja, Kurt. Warum steht die hier? Wir sprechen gerade was. Also.
keiner hat Bock auf mich. Ich glaube, ich muss wieder 2 Wochen Urlaub machen. Nein. Ich hab Hunger. Komm, fahren kurz Codys. Oh nö, aber nicht lang. Nein, nur kurz Essen holen. Wir stehen da mal auch im Kreis. Ja. Wir stehen entweder bei uns im Kreis oder verlagern den Kreis zu Codys. Komm, wir parken einfach hier. Okay. Hätte die Tür auf, ich bin Gentleman. Tag, Sam. Hi. Abend. Hallöchen. Tag, Tag. Amigo. Also, meine Taschen sind jetzt noch 2000. Und im Auto 6. Mhm. Tag, Tag. Tag, Sam. Wir haben Hunger. Auto 9. Ja, dann schieß los, was das sein? 3 Cheeseburger, 3 CK-Burger und 3 Cola. Bitte. Oh, Kösches, das könnte bald dein Menü werden. Dasselbe hast du gestern auch bestellt. Und das mal 2. Und ich sag. Was ist denn los bei euch? Raupenmenü nicht mehr im Trend? Weiß nicht. Na gut, mach ich euch fertig. Nimm Platz, ich bring's euch gleich. Ich kann mich nicht setzen. Hab nichts drunter. Und das blöde Bier. Der gar nicht hinterfragen. Zu gucken, ne? Haben will, Curtis hat nichts drunter. Warum schreit denn das hier rum? Curtis kenne ich doch auch. Hi, was geht? Wir haben 11 frei. Sag oder? Du, hi, red du für mich. Ja, hi, wie geht's? Ich bin diejenige aus dem Unicorn. Ach so, ja. Daher kennen wir uns also. Und der Herr neben mir auch, also links. Und, hast du noch mal getan? Nein. Bist du die sicher? Ja. Du siehst, ob ich Curtis bin. Wie geht's euch? Wieso sagst du und verrätst mir das nicht vorher? Was denn? Ich hab schon so oft gefragt, ob das Unicorn offen hat. Und hat wir sind oft im Unicorn am Spionieren immer. Weil wir haben kein Geld für den Tag. Oh, danke. Geh mal durch das Guckloch, so. Durch ein Schlüsselloch. Das meinte ich mit Guckloch. Okay, gibt's da was zu gucken? Ja, musst du die nette Dame fragen, die tanzt immer. Cody, nein. Wieso tanzt du denn im Unicorn? Ich gar nicht, ich hab das einmal gemacht. Die hat auch noch viel mehr gemacht. Die haben auch geknutscht. Ich hab das gesehen. Na klar, das ist voll den Lüllefaden am Mund. Die Lüllefaden. Ich kann auch tanzen. Das kam so unerwartet. Ja, das kam straight aus dem Haushalt. Ja. Ja, Auto ist auch. Außer das Bier, das kannst du mir geben. Wie läuft der Junkie-Freizeitpark? Gut. Wir haben gestern Bretter verteilt. Für die Holzachterbahn. Eine Bretterbude da. Bretterpark heißt er jetzt. Hi. Tag, Sam. Bretterpark, okay. Ja, wenn das so richtig gut ist, so mit 1000 Besuchern am Tag, dann könnt ihr eine zweite Codys-Filiale dahin bauen lassen. Du wolltest uns ein Auto dahin stellen. Ja, hast du bis heute nicht, du Schwitzer. Als ob so. Ja, wir haben Penner. Gestern darüber gesprochen. Ja, und? Ja, muss ja auch erstmal gekauft werden. Ich schreibe dich nicht in einem Freundesbuch. Cody du mit einem Pflaster auf dem Auge. Außerdem musst du jeden Tag hierher kommen, weil du fast verhungert bist. Geh ich halt an die Tankstelle. Cody mit einem Pflaster auf dem Auge. Ich geh mal kurz gucken, ob unser Auto noch steht. Und bestimmt abgeschleppt. Was steht da noch? Nur ich werde abgeschleppt. Auf Lego. Schlimmer als steht noch auf Straße. Beim Händewaschen.
Gib mir klauen Ketchup. Wo soll ich den hinpacken? Tu den unter deine Mütze. Ey, warte. Ich glaube, wir halten hier den ganzen Verkehr auf. Wo wird verkehrt? Das ist nicht das Unicorn, ne? Da vorne in der Küche. Ihh, schon wieder? Ich hätte ein paar Streuen in den Unterhose, Curtis. Jetzt weiß ich, woher die Mayonnaise kommt. Oh. Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Das ist cringe, das ist alle cringe. Das war echt cringe. Schmutzige Gedanken. Ja, was du gerade sagen, du? Du tanzt ja im Unicorn, du. Genau. Ja, du guckst durchs Schlüsselloch, du. Ich laufe ja, nicht halbnackt durch die Weltgeschichte. Wow, das ist jetzt mies, ey. Ich hab wenigstens einen Hang dran. Komm, Curtis, wir gehen die Liste für den Foodtruck machen. Oh, wow. Okay. Ich hab nichts verstanden. Was? Ja. Komm, Giffy. Ist das der Fake, Giffy? Nein, du bist Giffy, ich bin Curtis jetzt. Wir haben Rollentausch. Okay, was willst du im Foodtruck reinhaben, Curtis? Essen und trinken. Und was für welches? Ja, egal. Wie egal. Kokoswasser trinken wir gerne und Cola. Und wir essen gerne und Cheeseburger und Ziegeburger. Und ein paar Twinkies. Und den Rest klatsche ich selbst voll? Ja. Okay, mache ich. Können wir nach Hause? Ja, könnt ihr. Nur, wir warten auf unser Essen. Achso, ihr kriegt auch noch Essen. Ja, das stinkt nach Frittenfett. Danke. Das ist mein neues Deodorant. Achso. Naja, dann mache ich euch den Taco Bell voll. Okay. Ihr fällt gleich in eine Müllertonne, ne? Hoffentlich. Seit wann trauen sich so viele keine Gangmitglieder hin? Keine Ahnung. Seitdem das Essen zu teuer ist. Ich hab Hunger. Hol dir was. Ich hab nachher einen Klotz an unserem Auto. In welchem Auto? Was war das? Ui. Ein Eichhörnchen. Wo? Das war eine Eule. Komm! Na 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 na. Giffy. Ja. Wo ist der Daddy? Oh, wow. Hört es. What are those? Hallo. Hallo. Hi. Ich hier Alkohol? Chat, seid ihr müde? Wieder raus. Hier ist kein Alkohol. Sagen. Komm raus. Was ist hier los, Alter? Wo ist eigentlich der Dings? Der Andrin. Wer? Weißt du jetzt Bescheid? Zahnriem. Wer ist ein Zahnriem? Na, der Tyrese. Ach so, weiß nicht. Den vermisse ich. So, ihr beiden Unicorn-Boys. Was soll das denn heißen? Was soll denn das heißen? Ich krieg seine Geschalle, du kleine Piefke. Und Curtis hat eigentlich nichts an. Ich komm gerade aus der Dusche. Sei doch froh, dass wir das direkt zu CK gehen. Genau. Jetzt würdet ihr auch verhungern. Bitte. Würde ich nicht. Ich würde mich von Karatza von der Tankstelle nähern. Oho. Ja, komm, ich zahle. Du zahlst? Easy. $600 bitte. Ja, ich mach mit Karte. Mit Karte? Bitte. Freundlich der Herr. Bitte schön. Ching, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. Ach, warte, Curtis, nimm den Schlüssel mit. Was für ein Schlüssel? Ja, du hast es beschwert, dass es keinen Foodtruck gibt. Hier hast du einen Schlüssel für deinen Foodtruck. Danke. Morgen steht er da. Okay. Dankeschön. Tschüss. Bye-bye. Tschüss, Tänzerin. Ich liebe dich. War das die wir mit 10 Mann beobachtet haben im Unicorn? Ja, genau. Wir werden entführt. Wer wird entführt? Ich dachte, die wollen uns entführen. Warum? Weil die schon so aussahen. Soll ich durchfunken, dass wir entführt werden? Dann machen wir Funkgeräte aushauen einfach ab. Nee. Frag lieber, wo die sind. Hallo, wo seid ihr alle?
Okay. Die sind alle im Park, aber gehen gleich alle nach Hause schlafen. Boah, klar. Ja, getönte Scheingebet. Ich hab Ohrwurm jetzt. Mhm. Was ist das denn? Park einfach hier, bleib mal so stehen. Nö, kein Rust. Ich war sowieso auf der Kippe, ob ich heute überhaupt komme, so wo mein Kopf ein bisschen Abo macht. Ich glaube auch beides, so. Wir haben fast gedacht, dass wir entführt werden, ne? Bei so einer Watchdog-Gruppe. Bei Cody. Von wem? Weiß nicht, war so ein komischer Juggler. Ja, wobei ja, Nick, alle aufpassen. Warten auf den Vibe. Oh, stimmt. Geiselnamen. Ach, Mo. Tag Mo. Tag Mo, Moment mal. Jetzt. Sehr gut, Tim. Wir wurden heute ausbezahlt. Echt? Wir haben jetzt 5 Gefechtspistolen mehr. Wir hatten 6, aber ich habe einen zurückgebracht. Hört, es glaubt an Karma. Mhm. Karma's a bitch. Deswegen sind wir auch immer so gut, weil wir immer die Nettesten sind. Bist du der Onkel aus Dubai? Zeigung. Diese komischen, die Hustler sind jetzt in der Projektmappe, ne? Ja, die sind umgezogen. Ja, da sind doch 44 drin, oder nicht? Nee. Na, anscheinend gibt es sie nicht mehr. Ja, mal. Was wollt ihr vom Blind Paul hier? Weiß ich keine Ahnung. Nein, die wurde angefahren von denen. Ja, die wurde angefahren von denen, wurde hinterherfahren. Und dass die auch hier alle wieder mit allen aufkreuzen müssen, anstatt einfach mit 2 Leuten, die das vorbeibringen. Aber hast du gesehen, die kamen alle und keiner von uns hat sich bewegt. Ja, warum auch? Boah, Max ist jetzt voll arrogant, weil der Freundin hat. Ja. PD-16. Boah, aber nur Freunde, muss man mal Freunde anrufen. Wenn ich die treffe, dann erzähle ich dir Sachen über dich. Nein. Du? Boah, die geht schon wieder nicht ran an das Telefon. Nö. Wo ist denn Jonathan? Und Tante? Kussen kurz. Keine Ahnung. Dann vielleicht. John ist doch mit Dungeon weg. Der ist mit Dungeon weggefahren. Boah, du hast aber ohne Stimme, ne? Was rauchst du mal, Bro? Ja. Aber nicht Gold. Nee, Bruder. Ganz normal. Der raucht rote Hand. Eigentlich ohne Filter. Du hast Denver's Tarnumgang an, dann Weste, Müllmann-Weste und Schlappen. Das Ding gerade habe ich gerade im Massenladen gefunden. Was eigentlich sag ich wieder so? Es gibt mir eine Sekunde. Gib dir das Teil, Mann. Also. Danke. Ich gehe in die Haie. Wo hast denn du das gefunden? Maskenladen. Im Maskenladen? Nein, ja. In diesem Haters-Shop. Ach so. Ich komm gleich wieder. Das ist viel zu wild. Das kann ich nicht hingehen lassen mit der Motorpolizei. Tinkepäckchen zahlt. Ja. Doch, wenn der Nick gleich wohl. Ach ne, wir müssen ja noch vorbereiten für das Daisy-EP-Gedöns, ne? Fuck. Ich hab schon gelesen, Airfield soll gestern PvP gewesen sein. Tinkepäckchen. Boah, ich hab Kopfweh. Aber egal. Alles für die Drohne. Ui. Wir fahren weiter, Unity, weil ich hab Bullenfinger. Sind doch nur ein paar Kopfschmerzen, Chat. Ich bitte euch. Machen doch heute eh nur einen Schaden. Kann ich mich gleich schön hinlegen, chillen.
Oh, das ist ein Gangster, so eine. Cooles Nummernschild. Tanksam. Was hast du gepostet? Ja, Giffy, für das DayZ-RP-Gedöns müssen wir doch, wir bespielen noch das Lager sofort. Und ich weiß jetzt nicht, ob das schon alles fertig war von den kleinen Items, Objekten. Ich liebe dieses Auto. Boah, die haben aber schnell repariert, Alter. Holy fuck. Das ist Unity echt fix, Mann. Oh, Dexus ist live. Was für ein Sofa, Bruder. Ist der Host für heute ja wieder gesichert. Der ist auch der Einzige, der mal da ist, bis spät in die Nacht. Merhaba, Okan. Tag, Sam. Ah, Tag. Hm? Hübsches Helmchen. Tag, Sam. Ja, ich hoffe, dass der kugelsicher ist, ne? Hier ist Helmpflicht, Juri. Stimmt, hier ist Helmpflicht. Weil hier können die Bretter auf den Kopf fallen. Von der Holzachterbahn. Scheiße, Alter. Die gerade gebaut wird. Von uns sitzt alle meine Helme, wie ihr hört. Gebaut? Top. Ja. Ja, ja. Ich sehe ich aber nicht. Ich wollte gerade sagen, das sieht man nicht. Aber wir müssen erstmal die Dächer wieder reparieren. Weil der Junge kann hat nämlich Dachziegel geworfen. Ja, die habt auch eine kaputt getreten. Und die Mila hat eine Regenrinne abgebrochen. Könntest du, ich hab dir gesagt, dass du die Knarre vorbeigebracht hast? Waren dir erfreut? Stimmt, ich war die waren nicht, die waren eher verblüfft, sehr verblüfft. Für unser Dach. Ich hab, Junge, Max, wenn du dazwischen redest und Curtis redet, dann verstehe ich nichts, ne? Genau! Die waren eher verblüfft. Der hat das nicht verstanden. Ja, egal. Ich glaube, die kennen das so nicht anders. Also, die kennen das so nicht. Ja, wir sind herzensgute Menschen. Ja, sind wir auch. Allein schon gestern, wie wir denen geholfen haben. Wir sind Totalbesetzer. Das weiß keiner. Schieß, Alter. Dürften die auch nicht wissen, ne? Wir machen Undercover Kickbox. Ah. Müsst eigentlich mal gucken, wie der Chlorgehalt von. Also, wenn der eine das sagt, was stimmt, was der gesagt hat, kann niemand das rausfinden. Der OJ darf nicht korrupt sein. Also, was heißt, die sind nicht korrupt? Ja, warum? Das haben die doch vertraglich so geklärt. Ja, ja, richtig. Ja, du musst doch da Mulch unterschreiben. Die haben Eid geschworen. Und der es noch weiß, hat mit dem anderen Typen, der es noch weiß, die haben auch einen Vertrag, dass keiner drüber reden darf. Wer weiß es denn noch? Das sag ich dir nicht. Sagst du. Nein. Okay, dann nicht. Das würde ich gar nicht wissen. Achso, habt ihr die Planänderung eigentlich abgegeben? Na, das hast du doch gemacht. Was sag ich mit dem Juri? Für heute, nee, ne? Ne, ich muss noch malen. Ihr solltet das mit abgeben, hat er gesagt. Ja, ja, aber ich mal. Soll das einfach bei euch mit reinkommen. Ich mal das noch. Aber wir nehmen auf jeden Fall vorne, ne? Da? Ja. Welche Tür denn? Alle. Ne, das ist nicht alle. Nicht eine alle. Pfund, eine Back. Ah. Oh. Keine Ahnung. Und was, wenn wir die zupacken? Dann sind wir getrappt. Ja. Trap aus Kitchen. Oh, sheesh. Notification, oh, Gang. We lit. Sheesh.
Ballin. Oh nein, Alter. Wo ist der G-Code? Ballin. Skr, skr, skr. Wo ist der G-Check, Jungs? Was ist los? Everything is ballin. Oh nein, bitte nicht. Ja, genau. Kennt ihr unseren G-Check nicht? Oh, scheiße, Mann. Ja, wir, unser Krieg ist vorbei, der G-Check wird wieder eingefahren, bis der nächste Krieg ausbricht. Oh, fuck, Mann. Wir sind eigentlich eine Million reicher wieder dann durch die ganzen Waffen. Scheiß auf die Waffen. Ja, nein! Was? Wir verkaufen die. Combat Pistols sind voll. Ja, wir behalten ein, zwei für dich. Ich hab den Job gesagt. Ich wollte letztens dem Schuli eine klauen. Echt? Mhm. Junge, ich will mal nicht so Krise bekommen, dass ich die verliere. Die nächste Schießerei, egal wo, schieße ich damit, ist mir egal. Der ich hab die immer dabei. Bis zum Henker. Wenn es uns Geld gibt, können wir die SMG verkaufen. Im Endeffekt können wir da jetzt auch noch ein bisschen drauf rumsitzen, weil die werden nur teurer. Stimmt, stimmt. Dann lass behalten. Ich würde die verkaufen, wenn wir Kohle brauchen, so. Ja, stimmt, dann lass mal. Wie viel Geld haben wir, Bobno? Ja, 9 Millionen oder so. Milliarden. Als ob ihr kauft jeden Tag nur Autos. Ja, aber während das machen wir noch Deals, ne? Wenn wir unseren Immobilienpreis noch mitnehmen, dann sind wir, glaube ich, so bei Preisschmiller. Habe ich letztens auch wieder eine Shotgun verkauft für 350. Hab letztens erst wieder 16 Millionen bekommen von einem guten Freund und Unternehmer. Top. Oh Mann, ja, ich kann mich auch nicht beklagen, läuft. Halt die Schnurze, dann du, Alter. Ich hab erstmal Hakuchu gekauft gerade für 50.000. Ja, Junge, wenn man dir den Schädel aufbaut, kommt da Crime raus. Wer hat da aufgebohrt? Oh oh, oh oh. Wenn du mal einen Kopfschuss bekommen solltest, wirklich, wie so ein Ofen. Oh shit, Alter. Das wild. Ja. Wild, wild. Warum haben die Hadis uns noch nicht eingeladen in ihre Villa? Haben wir doch schon, wir waren doch schon da. Ich war schon dreimal dort. Lass mal da hinfahren. Na dann los. Lass mal einen Pool packen. Aber ich glaube, die sind gerade nicht da. Doch, ich habe zwei gesehen. Ja. Lass mal gucken, ob die Vorverkaufsrechte haben. Na, erst wenn die ausbauen. Oh shit, Alter. Muss ich auch lohnen. Dann verkaufen wir dem Restars. Ob das PD noch frei ist? Was war das denn, Junge? Oi, 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 oi. Haben wir nicht nur Autos, die wir nicht mehr für eine verkaufen können? Nee, gar keine mehr. Wir nutzen jedes Auto jeden Tag. Na, da sind voll viele nur in Verwahrstellen, ne? Ja, aber wir haben ja auch zum Teil keine Papiere haben. Okay. Ja. Weil die von Fit 46 sind? Genau. Ja, oder vom Jack Screen. Wenn du jemanden vom kennst. Vom Knochen und vom Nate Dog? Ja. Wenn ihr jemanden kennt, der ein paar Lowrider braucht, sollte Bescheid sagen. Ich habe 3 im Angebot. Voll getuned. Ja, wie wär's mal, wenn du nicht noch mehr kaufst, wenn du schon welche loswerden willst, du Spinner? Ich kaufe keine Lowrider mehr. Ich habe mir 2 gekauft. Wo Max voll schlecht, weil den Freundin hat. Ja. Abgehoben. Seitdem mein Herz vergeben ist. Nio. Kannst auch nicht mehr gebrochen werden. Nio. Max hat jetzt zusammen. Ja, ja. Ah, ich frage die, ne? Ich hab heute Haken rangeschickt. Ich muss nur den nur peinen, mich entschuldigen. Blauen Haken? Ja. Ruf den doch an. Also ihr habt gesagt, ich soll nicht mehr so frech sein zur Polizei? Nein, wenn ihr, die wollt. Stell dir vor, es wäre einer der Schwerpunkte gelesen. Also muss ich mich entschuldigen? Ja, mach am besten. Nein. Auch mach bei O'Brien weiter wieder. Ey, nein. Ich rufe den, ne? Ich hab seine Nummer. Sag doch einfach deine. Gegen die Shoots, gegen die Frau R. Wilson waren schlecht. Das waren keine Shoots, das war aus dem Effekt. Was hast du gesagt? Das ist aber auch. Nee, warte mal. Wenn die so frech ist, dann muss die Homer damit rechnen, dass die einen zurückkriegt. Ja. Bin ich aus. Ja, die ist schon frech, ne? Wieso was, also, ja, was hast du gesagt? Die hat irgendwas gesagt mit, ich kann deine Mama sein. Da hab ich gesagt, so wie du klingst, können sie mein Papa sein. Oh, zu mir war der nett. That's some critical damage over here. Aber ich hab mich gerade entschuldigt schon. Ja, sehr gut. Hast du gut gemacht. Dis weiter. Gut gemacht. Ja, tiefere Stimme als Leider, ich. Nein, aber wenn die Cops hier ankommen, dann sag ich, dass sie sich verpissen sollen. Ich auch. Aber keiner tiefere nicht. Stimme als Leo. Ja, Junge, der hört sich an wie ein Grandpa, Alter. Der ist Opa, der ist Grandpa-Tiefel. Leo.
Ja, was denn? Als würde er aus der Mine von Moria rausrufen. Du sprichst das nächste Mal mit den ganzen Gangs. Er muss doch ein bisschen mehr Bass rein. Yo, cracking, my dog. Boah, stell vor, Filmer und Neo wollen ein Kind bekommen. Yo, was das für eine Stimme haben müsste. Ey, was sagst du da? Soll ich dir sagen, wie sich das anhört? Also was? Leo, halt dir mal die Nase zu und sag mal was. Hallo. Leo, mach mal. Ich ruf den Pein an. Ruhe. Du hast keinen erreichen. War Leo und Aaron. Ach, verstört. Hallo, Herr Pein. Ja, hallo, Herr Kusch. Ich wollte mich entschuldigen für gestern. Ich habe mich auch schon bei Ihrer Frau entschuldigt. Du hast dich doch gestern schon bei mir entschuldigt. So dann... Habe ich gestern schon? Ja. Ja, ich habe einen Kopfschuss bekommen in meinen Helm. Ich habe vergessen. Ja, soll ich da auch nochmal draufhauen? Nein, du darfst nicht hauen. Ich habe mich auch bei deiner Frau entschuldigt. Die war nämlich vorhin im Mungipark. Mhm. Ja, sehr vorbildlich, Herr Kusch. Und so die hat mir gesagt, wenn ich dich erwische beim Knutschen mit Nangen, dann soll ich dir Bescheid sagen. Wenn ich dich erwische beim Knutschen mit Nangen, soll ich dir Bescheid sagen. Sag mal, warum ist sie eigentlich mit dem Bademeister weggefahren? Ja, von daher, Jude. Und die ist mit dem Bademeister weggefahren. Die ist mit dem Bademeister weggefahren? Ja, und der hat ganz kleine Shorts an nur. Der hat ganz kurze Shorts an? Mhm. Meinst du, der hat was rausgeguckt? Soll ich ein Auge drauf werfen auf deine Torte? Werf mal ein Auge auf meine Torte. Okay, ich fotografiere die dann. Ja, nicht, dass hier Bademeister Papa Stumpf Mütze jetzt hat. Nein, Bademeister ist doch mit TK zusammen. Ja, das ist Finn. Sind die zusammen? Sind die so Lebensabschnittsgefährten? Ja, die haben sie im Dreier gespannt. Finn, TK und Bademeister. Ah, gut. Boah, dann weiß ich auf jeden Fall, wer die Lieber von Dreier ist. Okay, auf jeden Fall Entschuldigung. Ja, alles gut. Okay. Mach's gut. Hade. Los. Der hat schlechte Laune. Der hat immer schlechte Laune. Angerufen? Deine Mutter. Oha. Sagt der mal, die soll mir Kippen mitbringen. Seit 25 Jahren deckt die Alte. Warum hast du überhaupt so ein Ding da an? Was soll das sein, Junge? Was denn? Was meinst du? Das ist eine Blende. Warum hast du... Meine Sehstärke? Ich sehe nichts. Ich hab eine Sehschwäche. Dein Spitzname ist jetzt meistens Blinder. Oh, damn. Die! Er war beim Augenarzt. Was zum Teufel, wo hast du die hingegriffen, Junge? Was ist mit dir? Na, mein T-Shirt. Ja, hol schon mal hoch, das zieht deine Rolle. Ja, das ist sonst gefährlich. Siehst du meine Hose? Oh, unser Christen, perfekt. Max, wie bist du heute zu deinem Date gegangen, so wie du jetzt bist? Ja. Und die hat nichts gesagt? Nö. Das stinkt aber nach Schwan. Doch, die hat sogar Feierabend gemacht für den. Ja, die hat extra Feierabend gemacht. Nee, die hat gesagt, die Hose gefällt nicht. Warum? Ja, weil die zu kurz ist. Ja, aber die muss doch kurz sein. Ich weiß. Ja, eben. Muss doch Luft. Ich bin froh, dass Mila mich nicht sieht. Ich würde wieder Ärger bekommen gestern. Wieso, was hat die gestern gesagt? Die hat mich angeschrieben, warum ich nichts anhab. Und ich hab gesagt, es ist Washtag. Die hat nichts gewaschen. Frech. Die blöde Kuh. Die sitzt zu Hause mit Puppauer. Was? Ja, der wurde doch im Arsch geschossen. Im Arsch so. Der hat echt sehr oft Aua. Ich weiß nicht, was du mit der da in deiner Wohnung machst. Ich mach gar nichts mit der. Oh, scheiße. Okay, dann ist gut. Die will nur mal kämpfen mit mir. Warum lachst du? Ich kämpfe auch immer. Ja, warum wir kämpfen? Was? Aber mit meinem Schlange. Ich will auch gewirkt werden. Ich gehört, das hat Tattoo zwischen Daumen und Zeigefinger. Ja, da steht pssst. Scheiße, Alter. Uff. Oh Mann. Da denkt man, man hat alles gehört und dann kommt das hier, Alter. Oh, wilde Pass Nummer. Auf, Danjo, gleich gebildet ist. Nee. Oh.
Dockst du da, spuckst du, Danjo? Hörst du es gewittern? Ich kann mich immer noch nicht entscheiden, verdammt. Schon schwere Frage. Oh, scheiße. Sambing wollen? Wollen wir nach unserem Pool mal gucken? Bett. Nach deinem was? Nach unserem Pool. Nee. Nein. Warum hast du denn ein T-Shirt ausgezogen? War ein bisschen warm drunter. Ich muss mal rasieren. Was? Dann musst du. Hey Leo! Leo! Mhm. Kannst du mal sagen, EA Sports ist Cinegame? Bitte. Bitte. Bitte, komm schon. Mach mal, du Wichser. Okay. Der muss aber groß. It's out of the game. Also ich würde das ganz gut hinbekommen. Den Trick hat er vom Hasen gelernt. Ich glaub, ist der Modern hat, Brothers? Das ist ein Maulwurf. Ich glaube, das ist der Bruder von Ace. Was zum Teufel? Oh, scheiße, Alter. Oh, Mann. Wo bist du, Leo? Hallo? Kurz Pibi. Hallo? Bist du? Junge, er crasht einfach in dem Moment. Stromausfall in ihrer Umgebung kommt. Genix kommt, Zit. Du lässt mein Kraftwerk in Ruhe. Was übrigens schon seit fast einem Monat wieder läuft. Mr. Hollywood, Big T, Dankeschön für den Prime Sub und herzlich willkommen. Bürger in Wut, Dankeschön für 250 Bits. Und Deutz VT, du Ärgerer, danke für den Resum 5. Seid ihr nun die Duschbeuchs? Na klar. Skarox, danke für den Prime 6. Wolfpack, danke für den Resum 29. Schwadlappe, hat man schon vorgelesen, guck ich mal. Ich meine nicht, ich muss runterscrollen. Ich glaube, die hatten wir schon alle, ne? Was? Also. Was für ein Kabel? Da Finchi macht kein Auge, sonst mache ich Zahnlücke. Ja, moin. Die hatten, okay. Was machen wir denn, wenn der sie wieder, der sie hier wieder kommt? Ich glaube, momentan habe ich viele Spiele, man. Ich könnte mir Rust angucken. Ich kann der sie spielen mit Lugi und so. Aber wie, ich will auch GTA spielen. Ich will alles spielen. Ich will alles spielen. Schlafen, wo schlafen sie besser? Ich hab Hunger. Können wir nicht im weißen Exempel verkaufen? Nee, nein, nein, ich hab das nicht verkauft. Willst du ein Blattout haben oder was? Oh, ein Blattout. Weil das der weiße Exempel ist, der Herr. Der einzig wahre. Und importieren lassen. Der wird nicht verkauft. Dann gib mir Blutout. Kannst gerne auf das Kennzeichen gucken. Hab ich schon. Live for die. Left for dead, yes. Noch gar nichts, Schwesterherz. Wild, wild. Stimmt, und wir haben. Boah, ich hab so viel zum Zocken. Ich glaub, hier ist Pen, Jungs. Ein Taco, wenn ich okay. Sehe, wer ist drin, der sitzt mit meinem Fernrohr. Boah, er kommt zu uns. Ach ja, ich hab beim Cody einen Taco bestellt, ne? Oh, oh nee, geil. Das sieht so scheiße aus, wenn ich hier rumsteht. Nein, wir stehen nach hinten. Wo soll der Foodtruck hin? Ganz nach hinten, Kumpel. Das ist aber nicht der Cody. Nee. Das ist der Nichtarbeiter, der Chip. Yes. Folg mir!
mir nach. Nach ich. Wir bezahlen dafür und machen Werbung für euch, ne? Hast du dir so gedacht? Richtig. Da vorne. Jetzt ist das Auto kaputt. Boah, wir können jetzt bei dem Waffendealer zocken, wir können Cortis spielen, wir können DayZ-Pommes spielen, wir können uns Rust angucken, obwohl ich glaube, Rust werde ich mir nicht angucken, das ist mir zu viel Drama, Baby. Wenn man da den Falschen dann umbrettert, Junge, dann hast du direkt hier den Chat full. Muss ich jetzt schon bezahlen? Nö, erst wenn ihr was gegessen habt. Und was da drin? Guck rein. Ui. Einmal Mitte des Monats und einmal am Ende des Monats. Okay, aber ihr kommt zu uns, ne? Ich denke mal, Cody wird euch anrufen. Okay. Dann ist klar, viel Spaß damit. Läufst du jetzt nach Hause? Ja. Haha. Aber wenn ich nach Hause laufen würde, wäre das gar nicht so weit. So ein Loser. Warum wohnst du? Hey, ich wohne hier, du Wichser. In welchem Haus? Da vorne, in dem ersten. Ach ja. Du weißt aber schon, dass das jetzt hier ein Dings ist, ne? Eine Kirmes. Ja, und? Das ist ein Erlebnispark. Seit wann? 2 Tagen oder 3 Tagen. Ach so, ja, mach ich mit. Darf ich auch irgendein Fahrgeschäft kriegen? King Kong oder so? Wir müssen erst mit einem Architekten schon was bauen. Okay. Vielleicht machen wir neue Sachen bauen. Geil. Können wir Bretter verteilen? Das macht ihr doch eh. Warum stoppst du beim Laufen? Wenn du so langsam bist. Ich bin nicht langsam, ich laufe mit Style. Wenn du das Style nimmst. Ich bin nämlich auch ein Architekt, ich habe einen Bauarbeiter hin. Ach so. Ja, dann viel Spaß dabei. Ich geh wieder arbeiten. Oder tu so. Okay, tschüss, danke. Ciao. Scheißkriminellen. Jetzt musst du zurücklaufen. Ja. Ja. Komm, wir fahren dich. Komm, wir fahren dich, Mann. Du fährst komm, hin. Komm mit, ich fahr dich. Wie siehst du auch? Rust, bei Papa können wir uns angucken, das ist dann aber, glaube ich, nicht so. Ich mag die Taco-Vans nicht, ne? Warum, wir haben den ganz hinten? Ich weiß. Der ist immer befüllt. Ich hab Schlüssel, der ist schon voll. Bitte. Oh, mach mal auf. Warum macht das? Aber es ist voll dumm, dann gehen die Leute nicht mehr überhaupt ins Restaurant. Achso, ja, nur wir gehen trotzdem. Ja, nee, ich meine aber die anderen ganzen Leute. Danjo. Warum macht Cody das? Das fördert halt gar nichts bei denen. Danjo. Vielleicht machen die damit in seinem Hotel Restaurant kaputt. Oh, vielleicht machen die damit auch mehr Geld, aber keine Ahnung. Wenn das Restaurant immer voll wäre, würden da, glaube ich, auch noch mehr Leute hingehen als jetzt. Oh, ich kann ihn noch drüben beim Krankenhaus parken. Nein, alles gut. Nein, dann da. Aber das ist gut, ich schreie hier immer nach Essen und Trinken. Ja, und dir geht nie nach Cody, ist nur wie immer. Das stimmt nicht. Ja, bei mir schon. Kannst du aufmachen, ich hab Durst. Aber wo wir jetzt schon mal hier sind, nichts zu tun haben, lass uns mal gucken, welche Tür wir aufbrechen lassen. Ja, komm. Okay, komm. Kannst du vorher den Taco-Van aufmachen? Mach ich danach. Erst arbeiten, dann essen. Ich hab voll Durst, mit Kehle ist trocken und Spucke sammeln geht auch nicht mehr. Halt die Klappe. Wie? Ich werfe für die da oben bei der Treppe. Weil das hat Style. Was wollen wir denn da reinmachen? Ja, wir machen die Lagerhalle auf. Aber die oben bei der Treppe, das funktioniert nicht. Viel zu hoch. Was mit der Türe hier unten, da haben die runtergeht? Dann nehmen wir die hier. Die unten. Welche? Schwierig, wenn, dann würde ich die hier nehmen. Ja, eine von den beiden. Dann nehmen wir die hier. Und hinten machen wir auch auf, ne? Wir müssen jetzt zum Taco Bell. Weil das muss nämlich die gleiche Höhe sein, versteht ihr? Und wenn wir noch eine... War das mit der Türe oben an der Treppe? Da kommen wir doch die zweite Ebene dann. Ja, genau. Das wird ja für später dann. Vielleicht baut der Architekt uns so eine Feuerwehrstange hin, dass wir runterrutschen können. Ey, aber wenn der Boden schräg ist, dann spiele ich keinen Tischdecker mit euch. Dann rollt die Kugel immer in mein Tor rein. Und hier machen wir noch eine Tür auf, ne? Ja, am besten neben der Leiter. Die hier? Ja, eine von den beiden hier. Die oder die andere. Okay. Hey, wer hat Hunger? Zocker werden, bitte. Schaltest du dir Tinkerpäckchen Zeit?
Du hast so keinen Hitzsprung, machen wir die Garage jetzt hier auch auf? Da hat der Architekt gesagt, kostet, glaube ich, 3 Millionen für eine Tiefgarage. Wir haben doch genug Platz. Ist auf. Acht. Bedient euch. Oha, wie viel da drin ist. Aber wollen wir die Garagen vorne aufmachen? Können wir. Diese, wo man sich... Wir holen uns bei Muri erstmal einen Kostenvoranschlag. Ja, ja. Geil, Alter. Essen, boah. Gib mal, also ich würde keine Tiefgarage hier reinmachen. Ich würde einfach nur die Garagen aufmachen. Damit man vielleicht hier Autos reinparken kann, die... Okay. Boah. Geil. Wie teuer war das, Curtis? Danke. Das kostet 10.000 im Monat. Nur? Ja. Das ist wenig. Das geht doch voll für Jungs. Boah. Hab ich doch gesagt, Jungs und Mädels, ich hab bei Codys gearbeitet. 10.000 im Monat nur? Ja. Boah, das Jackpot, warum haben wir es nicht früher gemacht? Warte mal, und das wird immer nachgefüllt, oder was? Ja. Ja. Und, ja. Nein, der guckt rein, was wir verbrauchen und das zahlen wir. Oh. Ach so. Und die 10.000 sind für den Foodtruck, das ist, ne, weil wir ausgeliehen haben. Das ist doch kein Skamas. Ich zahle das vom Schlitze. Nein, wir haben genug Kohle, hä? Vielleicht stellen wir die noch einfach vorne hin und ich verkaufe Sachen. Wir haben ja ein Gewerbe hier, ne? Ich darf das. Das glaubt, das freut den Cody, glaube ich, nicht. Na und kriegt Cody ein Brett. Wir brauchen mir dann zu. Es ist unser Laden, Vorverkaufsrecht. Wir brauchen alle noch einen Schlüssel von dem Taco Vendor, sonst kommen wir da nicht ran. Müssen ihn einfach offen lassen? Nein. Ich hab Schlüssel. Okay. Brauchen noch jemand? Nur Curtis darf jetzt scheinbar mehr essen, weil wir sind dicht. Ah, stimmt. Okay. Und wenn das so ist, nehme ich mir auch nochmal was raus, du. Dann wird das ja das letzte Abendbrot gewesen sein für heute. Was ist denn? Bis morgen Abend. Wir haben kein Gambo-Outfit, Bruder. Wir sind Gambo. Er rennt eigentlich so. Wir rennen einfach so die Mädeldings rum wie jetzt. Mm. Wer kann die Zahl, die Juri geschrieben hat, ausschreiben? Ah, du brauchst ganz schön lange an dem Wagen, danke. Ja, ja. Fahr mal kurz zu den Yalis, gucken, ob das Skali da ist. Komm mit. Wir wollen alle mit. Ja. Ja, dann lass alle fahren. Ja, dann kannst du machen. Jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und ich frage, ob die oben oder unten sind. Könnt ihr ein bisschen warten, ich bin fett. Auch. Wir fahren kurz zu den Yalis. Big in rot. Fahren wir mit Dings, SUV? Ja, lass mal hier nehmen. Zwei fahren. Den da? Moin, Mister. Okay, komm, fahr mal den da. Top, top. Könnt laufen soll er provozieren. Ja. Tagsam. Tagsam. Abend. Ich kann das echt. Zwei Eichmilch-Karamell. Was sind die denn? Hey, Mädchen. Tagsam. Das ist doch Jamestown, ne? Ja, ja. Heißen die auch Jamestown? Keine Ahnung. Eine Frage. Tod allen Jalis. Boah, jetzt wo wir schon hier sind. Ja, Tod allen Jalis. Ich hab meinen Schläger dabei. Ich glaub, die sind oben bei sich am Anwesen. Alles klar. Naja, ich weiß wo. Jetzt könnt ihr nochmal einen fischen Spruch da lassen. Mach ich auf den Sack gehen. Dafür stehen wir mit unserem Namen. Sag ich dir nicht, Prepper, ist ein Geheimnis. Irgendwo, glaube ich, war mal ein Exemplar, der durfte nicht verkauft werden. Ja? Und dann wurde er dafür... Was? Pass auf, pass auf! Bruder! Ui!
Mimo, guck mal. Da kommt ja die ganze Kavallerie. Wer fährt? Danjo. Ich natürlich. Ach du Scheiße. Ich, alles gut, Mann. Der durfte nicht verkauft werden, aber der wurde dann verkauft und da wurde jemand für hingerichtet, weil er ein Auto verkauft hat. Irgendwie sowas. Glaube ich. Ich fahr ordentlich. Da kriegt man schon hin. Hab das du gelernt. Du fährst Buben schon nicht. Ja. Ja, ich will euch ärgern. Weißt du, wo die wohnen, Danjo? Natürlich, ich fahr doch dahin gerade. Ja, okay. Ich weiß, man hätte da auch lang fahren können, aber ich verfahre nicht. Nee, ich frag immer. Nur einfach so. Ach so. Ja, ja, klar, ich war schon 5-mal da oben. Pommes, dieses der fährt aber echt Handy, gut, ne? Muss ich sagen, der Wagen. Hätte ich nicht gedacht. Der Wagen fährt gut, findest du? Ja, doch. Also ich fahr die ganze Zeit Taurus, das ist voll anstrengend, aber das Ding ist voll chillig. Ja, weil Taurus Geschwindigkeit hat und der hier einfach ja, gar nicht. Ich glaube, wir sind im MP-Laufen, ja, ist nicht geil. Taurus ist Schiff und Geschwindigkeit, das ist beides zusammen, ist nicht geil. Schön, sehr schön, das Stoppschild beachtet, perfekt. Natürlich, na klar. Sehr schön gemacht. Ja, klar. Oh, wir müssen bald wieder tanken, meine Tanknadel. Bitte bei der übernächsten Dings. Ich glaube, hier hat mein Papa mal gewohnt. Aber da war ich noch klein. Jeez. Hier wohnt mein Onkel. Top. Oh, hier ist ja voller Hütte, Alter. Ist ja auch leer. Sind die auch nicht da? Sind die auch nicht da? Dann können wir doch zu den Hustlern fahren. Wir können zu den Hustlern fahren, vielleicht sind die da. Okay, ich fahr euch hinterher. Die waren Plunder. Wofür fahren wir zu denen? Ja, das ist Hades. Und das rechts, das nächste Tor, ist das Bretteramt. Und da wohnt hier rechts? Alter. Keine Ahnung. Hier rechts wohnt irgendein FRB-Typ, das weiß ich, weil wir den einmal hochgenommen haben. Hm, was ist das? Lichten, oder wie die hieß? Ah, er sagt mir was der Name. Wo wollten die jetzt hinfahren? Dann um 4 Uhr nachts mit irgendeiner Eulen vor seiner Tür. Ja, Sheesh. Ja, man, das waren Zeiten. Schwarzwasser. Was sagt ihr denn, Chat? Sollen wir uns mal Rust angucken gehen? Irgendwann? Maybe? Oh. Ein Anruf. Ja? Nee. Vielleicht, wenn der Preis nee, stimmt. Ja. Soon. Nö, nö. Ja, nö. Soon, nö. Auch die Scheiben getönt? Lieber Daisy besser als Rust? Ja oder nee? Macht ihr die Scheiben noch mit? Okay, Chat hat entschieden. Macht er nicht? Sag mal, hast du Bock? Also, ich will mir das angucken. Vielleicht macht er der Bock. Vielleicht bin ich ja voreingenommen so. I don't know. Aber spielen wir lieber DayZ, wenn eine Gitarre-Pommes geht. Kann ich mir den angucken kommen? Wir haben ja auch nur 2 Tage RP in DayZ gehabt, Mann. Da mussten wir ja schon wieder Server kaputt alles. Wo fährst du hin? Wir wollen zu den Hustler. Und wo sind die denn? In der Projektmappe. Ach so, okay. Hui! Okay, ja, dann mach das. Dann ruf durch. Top, top. Dann bis gleich, ja. Peace. Pat, ich kenne das Spiel. Ich habe Dauer ein paar hundert Stunden. Was hast du gekauft? Karakara. Für 2,50. Hast du gekauft jetzt? Na, ich würde zuschlagen, ja. Weil es sind 50.000. Ui, Memo, guck mal, Party. Was ist denn hier los, Mann? Ui, Memo. So, wo ist die Chantal?
Hallo. Ich will meinen Schminkkoffer zurück. Ihr denn? Ja. Ach, Tag. Ich hab den Lidschatten nicht. Hi, guten Tag. Guten Tag, Sam. Oh, Tag. Guck mal, ich mach euch Platz. Gar oh, ihr habt uns gestern besucht, heute kommen wir euch besuchen. Ja. Das ist aber nett. Das ja. Nennt man Nachbarschaft. Wir haben auch ein Geschenk dabei. Oha. Oha. Ihr könnt den Nanju behalten. Oha. Ja, nur für euch heute. Ich hab mich der heute ganz hier. Toll rausgeputzt, ja. Ja, da. Das ist aber schön. Mein T-Shirt, ich muss es immer runterhalten, sonst geht's hoch. Wir haben die Tür vom Exempel abgerissen. Oh, wie? Wie? Oh, oh. Ja, der wird jetzt verkauft, ne? Da, der wegrennt. Der wegrennt war's. Oh, oh, holen dir. Was ist das dann? Schnell. Ach, und ja. Was macht ihr? Da krieg ich einen Anruf. Chill einen Moment. Warum hast du ein Smiley auf der Hand? Einmal, wenn ich schlechte Laune habe, dann zeige ich einfach meinen Handrücken. Dann lächel ich die Leute an, weißt du? Ui. Das mach ich auch. Auf der Hand, weil ich nicht in den Club reinkomme. Hast du eine Klolex im Arm? Mhm. Kann ich die haben? Willst du die haben, aber ich glaube, die passt dir nicht. Warum? Ich habe auch feminine Handgelenke. Echt? Würdest du mal anprobieren? Ich probiere. Okay, warte. Da, probier mal. Danke. Bitte. Aua. Nee, die passt nicht. Siehst du? Abgezogen. Okay. Nö, das ist ja langweilig. Ich hab eine Uhr, eine schöne. Oha, du hast dir die Hosen an. Hat getrappt, hast du gehört? Der hat Pampers an, guck mal. Schieß, Alter. Verdammt. Hier, schenk dir eine Uhr. Oha. Dankeschön. Ist leider verheiratet, Mann. Hey, coole Schleife. Danke. Wer ist verheiratet? Hat er rausgeguckt? Die da hinten, die Snow. Ja, das ist richtig. Das ist die ja, Frau Typin, ja. Die arbeitet bei der PD. Das was? Ist eine Polizeifrau? Ja, ja. Das ist nein. Die, die ist telefonieren, ich will die Nerven. Ich, Alter. Was? Bist du am Telefonieren? Ja, bin ich. Und was redet ihr? Ich höre eigentlich nur zu. Du hörst nur zu? Auto suchen, Auto finden. Auto suchen? Auto finden. Welches Auto? Ich habe keine Ahnung. Also bist du keine gute Zuhörerin? Doch, ich höre eigentlich nur zu und leite weiter wie so eine ist Eule. Ist das ein Mädchen im Telefon? Ein Mädchen? Ja, ein Pink mit Hello Kitty. Mhm. Mein Freund der Juri sucht auch nur einen Freundin. Ja, ich und hab auch reicht. Schon zu den zwei davor gesagt, ich bin verheiratet. Wer? Du? Ja. Nein, ich rede von deinem Freund im Telefon. Ach so, nee. Das, du gehörst das nicht ins Freund. Das ist dein Ehemann? Das ist mein Ehemann. Du hast aber gerade gesagt, das ist ein Mädchen im Telefon. Bestand, das ist ein Mädchentelefon. Du hast gesagt, das ist ein Mädchen im Telefon. Ich bin verwirrt. Ich auch, immer, okay. Auch. Hilfe. Ach, wilder Helm. Danke. Sieht gut aus. Ich bin ein Baumeister. The Bob. Nein, Curtis. Ah, hi. Hast du auch meine Flipflops gesehen? Ja, die sind auch wild. Mhm. Bist du zum Strand gefahren? Nö, ich laufe immer so rum. Das ist Penny, da steht ein Wendy. Exakt, morgen laufen alle so rum. Aber du siehst auch fresh aus. Warst du auf dem Tennisfeld? Ja, ich spiele immer Tennis. Machst du denn auch immer so... bei dem Abschlag? Ich muss sagen, ich treffe nie. Warum? Dann kauf den größeren Tennisschläger. Bei mir ist da links, wo rechts ist und da rechts, wo links ist. Hast du eine Schwäche dafür? Irgendwie schon. Was? Gehst du pumpeln? Warum quietschen du? Wie, warum quietsche ich? Du hast gequietscht beim Lachen. Darf ich das nicht? Doch. Aber? Ich habe noch wilde 40 im Auto. Dann hört das Quietschen auf. Okay. Und mit wem telefonierst du? Mit meinem Ehemann. Mit deinem Ehemann? Ja. Wie lange seid ihr verheiratet? Ach, schon länger. Der gilt dir fremd. Nein. Doch, ich hab ihn gesehen. Mit wem? Ashanti. Wer ist das? Das ist so ein Nappaskind von drüben. Ein V. Ein V. Ein V. Ich
glaube, das wäre ihm zu anstrengend mit dem Fremdgehen. Warum? Das ist voll einfach. Nein, das ist voll anstrengend. Soll ich dir zeigen, wie das gilt? Nee. Nein, ich gehe nicht fremd. Ja, bist du verheiratet? Nicht verheiratet. Aber du hast eine Freundin. Gezwungen. Meine Straße, Junge. Nein, ich habe eine Freundin. Ein Kratzer am Exempel, das gibt ein Blatt auf. Ja, aber wieso gezwungen? Die haut mich. Ja, aber verstehst du drauf? Warum was nicht? Du hast das R geholt. Ja. Oh. Entschuldigung. Kommst du zu Sandos? Ja. Nein. Kannst du das nur machen? Ich kann das nicht. Warum kann ich das nicht? Ach, weiß nicht. Bin ich zu dumm dafür? Nein, falsch. Auf jeden Fall. Ja? Würde ich gerne mit dir auf ein Date gehen? Na. Gerne. Immer. Du musst mir nur sagen, wann. Wenn du mich schon so fragst. Nee. Ich hab gefragt. Ja, ich hab gerade. Gar nichts gefragt. Man doch, jetzt deine Freundin dafür. Jetzt tust du Bilder so, ne? Die ist auch vergeben. Das richtig. Warum? Ja, warum denn nicht? Habt ihr das Gefühl, dass ich euch belästige? Nein. Du musst vorsichtig sein, ne? Warum? Das ist richtig. Weil es gibt ganz viele Typen, die belästigen Frauen. Aber schau mal, du hast ja auch einen Schutz. Einen Helm auf dem Kopf. Ja, man muss immer verhüten. Ja, kann ich auch. Aber du hast keinen Helm. Ich verhüte anders. Ich will dann nicht fragen, wie. Ach doch, jetzt bin ich neugierig. Oh. Lieber nicht. Mit deinem Gesicht? Oh. Das war jetzt aber gemein. Aber du bist so ganz sweet. Ja, danke. Wie ein Schokobon. Ich bin Karamell, habe ich gehört. Ich esse keinen Menschen. Ich auch nicht. Nicht immer. Meine Freundin isst Menschen. Auch. Oha. Vielleicht. Wie vielleicht? Fleisch. Ach, Fleisch. Nein, vielleicht. Du nuschelst. Ich nuschel überhaupt nicht. Guck, du nuschelst und ich roll das R. Aber warum? Mein Freund Hulik, der rollt auch das R. Ja? Ich glaube, ihr wollt losfahren. Wir gehen schlafen. Gute Nacht. Sie können mich nicht allein lassen. Gute Nacht. So, hast du Angst? Das ist mein Freund Leo. Gute Robo, Victoria's Secret. Tschüss, Leo. Kennt ihr die Adis? Ja. Auf die müsst ihr aufpassen, ne? Mein Vater ist einer davon. Dein mein Vater ist ein Adi? Mein Papa auch. Ui, was geht denn hier? Die Adis sind gefährlich. Echt? Okay, warte, ich frag mal nach. Da ist keine, wir waren schon bei denen. Ich muss sagen, bei uns schließt der Kreis. Der Familienstammbaum. Immer erreiche ich den Sack nicht. Boy. Das kann ich irgendwo her. Das Konzept. Salam alaikum. Alaikum salam, Habibi. Alaikum salam. Nee, das, Das ist Leo. Der Kaffee kommt aus Dubai. Hi. Aber der hat kein Geld. In der Danju. Aber dann hat er zwei Hände. Das ist Danju, der hat auch eine Spezialbrille, weil er blind ist. Der ist ein Maulwurf. Ja. Ich muss erst mal einen rauchen, damit ich besser sehe, warte. Dann, du kannst doch das R holen. Arr. Nicht die Zunge, den Gaumen. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an deine Ex-Freundin. Oh. Dünnes Eis, oh. Und was haltet ihr vom Leo, mein Freund? Das ist netter. Der mit dem Dubai-Kopf. Ich bin ein junger, attraktiver Mann. Boah, halt doch deine Stimme an. Ja. Playboy, guck den mal. Den hätte ich gerne als Wecker. Im Gefängnis. Da musst du mal fragen, ob das geht, dass du den da mitnehmen kannst. Tschüss, Sandra, schlaf gut. Wohin? Na, wenn du mal ins Gefängnis musst. Ich muss aber nicht. Na, siehst du, dann hast du doch da gar kein Problem. Ich bin kein kriminelles Schwein. Das ist gut. Ihr seid Kriminelle. Gar nicht. Hey, ich stehe nur und spiele Tennis ab und an. Du telefonierst mit deinem Ehefrau. Tennis? Du spielst auch Tennis? Ja. Cool. Ich spiele Ping-Pong. Ping-Pong? Wo? Hier oder woanders? Im Jungipark. Hallo. Hallo. Wer war das? Und was macht ihr den ganzen Tag? Das Schwibbel-Schwabbel. Rumstehen.
Boy. Und rumfahren. Beine trainieren. Und im Kreis stehen. Nein, nicht Beine trainieren, die sieht man nicht im Club. Deine aber schon ja laufen wir auch rum. Ich kann nicht im Club. Warum nicht? Ich hab Musikallergie. Oh je. Oh. Was hörst du dann so? Was ich höre? Ja, ja. Nix. Wahlgeräusche am liebsten. Und Wellenbrechen. Dann musst du mich. Und Regentropfen auf dem Wellblechdach. Hey, DK. Ja. Kannst du jetzt bitte endlich eine andere Hose kaufen? Auf gar keinen Fall. Zieh mal die Pampers aus. Sieht doch top aus. Bist du? Hallo, das sieht echt aus, als wenn du eine Windel anhast. Ich hab extra mein Oberteil für meine Unterhose abgestimmt. Aber vielleicht braucht er die Pampers. Aber du hast dein Oberteil in die Hose reingesteckt. In die Pampers? Ja. Wenn ich mein Hemd dann ausziehe, kann ich sagen, die riecht mal nach Schwamm. Oh, jetzt werde ich angerufen, weil ich aufgelegt habe. Ich rufe dich an. Hi. Ich hab angerufen. Weil wir hier am Quatschen sind. Du bist meine beste Freundin im Polde. Der Curtis redet mich voll. Von der rechten Seite. Und der Hörer ist auch in der rechten Seite. Und sag ihm, dass ich ihn hören kann. Dann rufe ich ins linke. Ich soll dir sagen, gulugulala. Sag ihm einige, wo du sagst, Mama, aber kein Kulua. Ich soll sagen, bla bla. Das hab ich nicht gesagt. Du hast gerade deine Mutter aufs Tiefste beleidigt. Das mach ich oft, hab ich gehört. Ich höre ihn. Halt. Ja, machen Sie das. Tschüss. Okay, mach mal so. Dann bin ich gleich am Park. Kurz noch einen Blick. So, wo gehst du jetzt arbeiten mit meinem Helm? Du musst mich mal hinfahren. Ich arbeite mit dem Bauamt. Zu dem Hockeypark? Ja, wir bauen eine Holzachterbahn, ich verteile Bretter da. Ich auch dahin, wenn ich trage auch Problem. Den Witz habe ich heute schon 5 Mal gemacht. Ich kann es mir vorstellen, um ehrlich zu sein. Ihr seid neidisch. Ja, ich muss sagen, ich hätte auch keinen so einen Helm. Aber in. Der passt aber nicht auf deinen Schädel. Wieso? Ich habe Weil dein Kopf viel zu groß ist. Nein, zu klein. Nein, zu groß ist gut. Zu klein. Nein, zu groß. Ja, auch. Ja, den kann man fest. Jetzt sind wir alleine, sollen wir spazieren gehen? Nein. Why not? Also, wir können noch einmal die Straße hoch und wieder runterlaufen. Wir müssen den Turf ablaufen. Oh nein, warum? Nicht auf die Dächer hoch, Mensch. Komm, wir gehen spazieren. Wo sind denn jetzt eigentlich alle hin? Ja, die haben uns allein gelassen. Ja, weil keiner Bock auf uns hat. Ja, ich merke schon. So. Habt ihr den Schaukel hier? Welche TÜV? Ne. Wir haben da Sofas dahin. Da oben. Komm. Guck doch mal. Nur das ist zu weit. Das ist zu weit. Außerdem kann ich mich nicht setzen. Ich habe nichts drunter. Ich wollte gerade sagen, das wollen wir verhindern. Komm gerade fresh aus der Dusche. Mit dem Helm. Na klar. Aber die da Tasche. Da ist nur mein Shampoo drin. Verpiss dich. Oh nein. Du hast ihn verwirrt. Ist er von euch? Nein, oder? Okay. Doch? Doch, das ist DK. Habt ihr schon einen Fleck ausgesucht? tatsächlich. Ja? Sag mal. Ja, weil wir sind ja eine Arbeitergemeinschaft und rechtschaffende Bürger. Oh. Ihr dürft aber keinen orangen Fleck tragen. Doch! Nein, wir tragen die auch. Ja, aber wir haben. Hey! Nö. Ich meine, doch. Warum toll, jetzt hast du so zum Weinen gebracht. Warum quietscht es? Mal zwei. Warum quietscht es? Und nicht schon wieder die Seeadler. Nee. Alles ist gut. Alles ist gut. Euer Gangmember ist kaputt. Das ist ja ekelhaft. Nein, das ist ein Dachschrei. Alles ist gut. Wieder. Okay. Es geht wieder. Entschuldigung, ich habe hier Platz weggenommen. Hast du Angst bekommen? Ich bin verwirrt. Seit wann kommt Wasser aus den Augen? Hier, hast du keine Gefühle? Ich dachte, du hast eine Freundin, du musst Gefühle haben. Warum? Damit du ihr dann einen Antrag machst. Du bist doch noch nicht verheiratet. Ich habe dir schon einen Antrag gemacht. Was für einen? Ich habe gesagt, heirate mich! Und dann habe ich mich auf die Straße gelegt und habe gesagt, wenn die Nein sagt, lass ich mich schon befahren. Und was hat sie gesagt? Nein, die hat ja gesagt. Ach, hey, das ist voll smart eigentlich.
Wisst ihr, wer hier vorher gewohnt hat? Nein. Der Knochen und der Nadok. Wer ist das? Das war eine 56. Oh, weiß ich nicht. Die waren, wenn es so lange an der Stelle. Die waren voll brutal gefährlich. Ja? Mhm. Was heißt das? Die haben sogar die Knarre geworfen, wenn das Magazin leer war. Oh. Und mit Stöcker haben die gehauen. Ich war auch so ein Stock. Ich hab meinen Stock gerade abgegeben an die Enkelchen. Ja, die müsst ihr aufpassen, die haben Fletschen. Und warum? Flitzebogen. Da ist mein Onkel, da passiert mir nichts. Wer ist dein Onkel davon? Der Onkel Mike. Was für ein Mike? Papa. Das ist der Onkel, auf mich bestellt. Der Onkel. Wir haben den originalen Onkel. Ja, der nette Onkel, der heißt Onkel. Ja, toll, jetzt bin ich ganz allein mit dem Flachzang hier. Ey. Herr, das hab ich gedacht, das könnt ihr gar nicht gehört haben. Boah, ist doch teuer, zwei sind sie schon wieder. Was ist mit der nicht in Ordnung? Ich meine, er hat eine Bauarbeiter. Was heißt das? Also, hallo, er braucht doch Flachzangen. Er hat einen Bauarbeiter. Das Brett, gib mir ein Brett, dann gebe ich dir ein Brett. Na, wenn ich dir ein Brett gebe, dann löst ihr euch auf. Okay. Aua. Du meinst so eine Luft? Aua. Ja, wie so eine Dings. Wie so eine Tapete im Wasser. So eine Luftblase. Was war das denn? Ja, eine Luftblase. Ich will noch ein Kaugummi. Haut doch rein. Was ist denn los? Ich hab kein Kaugummi. Ich hab Bilder von Da Vinci in meinem Zuhause. Von was? Von Da Vinci, von Cook. Was willst du denn damit? Aufhängen. Und dann? Gucken. Und dann? Du verwirrst mich. Das kann ich gut. Gleich fange ich an zu holen. Och nein. Oh nein. Flachzange. Du bist ein Flachzange, du Fußhupe. Du bist ein Arschloch. Du kleine Piefke. Du Bob der Baumeister. Rotzlöffel. Du. Hey. Da kommt Schnurr aus der Nase. Du bist eine Fochel. Du bist ein Fochel. Du Fregel. Hey. Mir fällt nichts ein. Du Blach. Frau Chiefin, bitte. Warum quietscht es? Bleiben Sie beim Thema. Weil ich Fenster putz. Guck. Was für ein Fenster? Das siehst du nicht. Da läufst du gleich gegen. Meine Schelle. Du kriegst gleich eine Schelle. Brauchst du 5 Paar Schuhe, um zu bremsen. Geh nix krieg ich. Verpasst du 4-mal deinen Geburtstag. Du darfst was spenden, wenn du willst. Ich guck mal mein Klingelbild. Okay. Hm. Ja, ihr wolltet gestern Eintritt. Hier gibt's eine Möglichkeit zu spenden. Oh, ja, ich will keine Spende. Pack das Ding weg. Immer diese Gewalt. Ja, der das Kriminell. Das ist mein Hammer. Oha, das nur $1. Soll ich euch hier Sachen bauen? Was willst du? Ja. Okay. Brauchst du eine Schaukel? Okay. Welches Mindestgewicht muss die haben? Bill, wie viel wiegst du? Ich? 140. Na okay, mach lieber 200. 200 Tonnen. Ja. Ja, die kennen uns immer jeden Tag zu. Ja, Papa. Da drin hat ein Kind gerufen im Haus. Papa muss schnell hin. Papa kommt, mein Sohn. Warte. Papa ist auf dem Weg, keine Sorge, Felix. Papa ist da. Also, Papa nackt reinkommt mit einem Baseballschläger in der Hand. Felix, du sollst doch schlafen gehen. Wo ist die Mama? Steck den Schläger wieder ein, mit arme Kind. Das ist mein Hammer. Dein Kinderbett ist kaputt, ich muss es nageln. Oder die Mutti nageln. Rein jetzt, Felix. Und dreh den Fernsehen auf laut, das nicht jetzt zu hören. Der ist 5 Jahre alt, hat schon seine eigene Wohnung und eine Projektmappe. Felix, er hat schon mehr als manch andere. Guck mal, Auto. Ich bin ein guter Papa. Du bist der super Papa. Mhm. Aber sag das nicht Mila. Warum? Eigentlich habe ich gesagt, dass ich den Körbsen weggebracht habe. Ich habe den hier versteckt.
Und der hat nicht durch die Tür gepasst. Guck mal. Was ist los? Ukulu. Da. Kann er nichts dafür. Ukulu. Hey. Ukulu. Hey, was geht ab, Mann? Was geht ab, Mann? Seid ihr Gangbanger? Wir sind die Ging Ging. Ich bin okay. Flaschensammler. Ja. Ah, ja. Der G-Check, was ist los hier, Bitches? Auch. Auch, auch. Leo, sind die alle pennen gegangen? Wir alle sind pennen gegangen? Ja, unser Hund. Der Andrew ist noch da, der holt uns jetzt ab. Blablabla. Da unten geht wieder was ab. Was, wo? Ui. Action. In der Grove Street mit zwei O. Uiuiuiuiui. Was da mal hin? Da ist Danjo. Oh nein! Ui! 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 Was ist mit dir? Wollte denn nicht abgeholt werden? Wir haben doch ein Auto. Wo? Halt vorne! Ich wurde doch gerade. Der Bowler! Ich wurde doch gerade. Oh. Ich wurde doch gerade angerufen, dass jemand den Schlüssel dafür nicht hat. Ich hab den Schlüssel aber. Gut. Schön, dass du das also gelernt hast. Ich doch kein Taxi. Na du egal, bist umsonst gekommen, Danjo. Ah, nicht so schlimm. Muss wissen, oh, dann so kannst du bitte keine Wörter mit S sagen, das tut weh in meinem Ohr. Boah, da unten geht was ab, wir fahren da hin, komm. Ja. Wir gucken kurz. Ja, los, komm. Tschüss. Vom wegen Tschüss, wir kommen gleich wieder. Oh, bam! Oh nein! Oh. Schnell weg! Wo ist denn das, sag mal? Unten in der Grove Street. Okay. Fahr einfach direkt rein, als ob die Straße dir gehört. Genau. Okay, krieg mal hin. Mit dem dann du fährst du hin! Wir sind bist vorbeigefahren. Du bist so ein Skilauge, ne? Und du hast schon so eine super Brille auf. Guck mal, das A-Team. Bitte schön. Geh ich mit gutem Beispiel voran. Was ist hier los in dem Turf der Grove Street? Herr Kusch, einsteigen, Abfahrt. Sagen Sie mal. Polizeiliche Maßnahme hier. Einsteigen. So. Hört doch mal zu hier. Einsteigen. Ich schlage mich ein. Steig ein. Hin oder her, dann sagen Sie mal Ihren Dudes da drinnen, dass Sie mal bitte aus dem Laden rauskommen sollen. Hier wurde der Alarm ausgelöst und ich möchte... Ach so, sehen, das wird überfallen. Wir sind von einer Firma. Also Sie haben jetzt die Möglichkeit, Herr Kusch, Sie steigen ein und fahren weg oder ich stecke Sie in Ordnungshaft. Ich meine, am besten nicht fahren. Sie stehen mehrere Polizisten, die Sie anweisen, rauszukommen. Was ist daran so schwer, das zu befolgen? Der Typ gehört zu meiner Firma. Wir haben eine Berechtigung dafür. Genau. Ja, aber Sie können doch trotzdem erstmal lass die Bevölkerung in Ruhe. Die Kriminellen. Ich weiß gar nicht, dass da ein Laden ist. Ja, ja. Das war wieder der Opine, ne? Ja, ja. Ja, ja. Der hat mir gerade sein Auto verkauft. Das sind 400.000 Zoll. Tagsam. Aber die schauen, dass wir die Sachen zurückbekommen. Da wurde ein Laden überfallen. Oha. Da ist auch einer mit Bauerbelt auf. Du siehst echt stylisch aus. Danke, Bruder. Ich komm gleich wieder. Wähl, du klaust meinen Style. Ich hab doch gesagt, morgen laufen wir. Mit der Stimme fängt an und jetzt die Klamotten. Warte. Mach deine Stimme. Ich rede doch die ganze Zeit. Ich bin nur dabei. War gut? Felix! Der Papa ist da. Dein echter Papa. Der Uwe. Oh, Scheiße. Das ist wild. Hey! Oh. Hallo? Tschüss. Hallo? Tschüss. Warum? Weiß nicht. Ihr hättet der Polizei aushelfen müssen. Haben wir doch. Aber die meinten, wir brauchen das SDK nicht. Und dann heißt es wieder, Herr Kusch, bitte einsteigen. Sonst Gefängnis. Polizeiliche Maßnahmen. Also bist du kriminell, du hast gesagt, du musst noch nie in den Knast. Das musste ich auch nicht. Aber ich hab schon jemanden umgebracht. Irgend tut man nicht. Was? Hallo. Hab ich wirklich? Du riechst voll nach Kokosnuss, Mann. Dankeschön. Haben wir nicht alle schon mal einen umgebracht? Oh. Ich meine eigentlich das riecht aber gut. Mach mal auf, die Lady anzumachen, die sind halt vergeben. Ja, egal, darf ich nicht an den riechen, wenn die vergeben sind? Nee. Du darfst nicht an den riechen. Das riecht nach vergeben. Ui. Ich schnüffel nur. Der Tuch. Außerdem bringt man ein bisschen Rosen mit und so. Und Dosenthunfisch. Du riechst halt du Schnauze. Warum? Mögt ihr keinen Thunfisch? Nee, ich mag nur Sushi. Bah, ich hab Sushi gegessen schon mal, ne, mit Thunfisch. Thunfischpizza, beste. Ja, Mann. Mit Zwiebeln. Willkommen im Junkie Park. Hey. Ach, da ist noch einer aus dem Junkie Park. Meine Güte.
Erde. Tag, Tag. Hi. Ah. Young ist der Coolste, was ich nur mal sagen. Das ist der ACE. Der ACE-Saft. Boah, der schmeckt lecker. Ja, ich hab auch die guten Vitamine. Mit vielen Vitaminen. Da sind die richtigen und die wichtigen Vitamine drin. Und was machen wir heute noch? Willst du auch mal schlürfen? Ne, ich glaube, da will niemand dran schlürfen. Willst du dran schlürfen? Nein, ich will nicht. Zeitungspapier. Ich mag keinen Drill. Ich mag nur einen Drill. Du hast als Frau ausgesorgt. Okay, tut mir leid, abgelaufen. Oh, das war voll sexistisch. Komposthaugen. Bill, du fragst dich jetzt, ob die sich auf deinen Stuhl setzen will. Das gibt Ärger. Magst du dich vielleicht auf den Camping... Nein. Uff. Uff. Was heißt denn... Uff, uff. Aus deinem scheiß Mund kommt Lau die ganze Zeit nur tschüss, uff, uff, tschüss, uff. Ernst, hast du was anderes gelernt? Das sind die Endes. Du laufendes Soundboard, du. Oha. Oha. Splinter Cell. Ich gehe gleich nach Hause und ich war 5 Wochen nicht duschen und geschlafen. Was heißt denn Ö? Geil. Doch, du hast doch gesagt, Moment, du hast gesagt, du warst heute duschen, willst du mich verarschen, du hast wieder gelogen. Lügen tut man nicht. Du hast zugehört. Nee. Nein, ich war duschen. Du warst duschen, hast du gesagt. Ich werde im Junkie Park immer mit dem Gartenschloch abgespritzt. Die spritzen dich ab, ja? Ja, mit einem Gartenschlauch, nicht was du denn. Und dann heißt es, oh, da ist jemand vom Dach gefallen. Carlson! Der liegt flach. Das Carlson vom genug, Dach. Du hast genug Polster, du jetzt nicht so. Irgendwas geht halt wieder ab, Alter. Bist du der Weihnachtsmann? Ich hab den Helm auf, ihr habt alles gut. Der Helm hat gesaved. Das ging in den Helm, alles gut. Das ging in die Kette. Die Barley-Steckweste. Fliegen wir auf, dass Leute von den Dächen? Ja, wenn sie schön wie Engel sind. Dann fallen sie vom Himmel. Du hast aber auch jede Diddle-Karte auswendig gelernt, ne? Nee. Tasten, Bruder. Ich hab AirPods hinten. Was machst du? Warum? Kannst du noch mal das R rollen? Hast du dein Windel gewechselt? Hey! Warum könnt der das? Ein Teilzeitrusse. Bliat. Warum? Wodka wird doch nicht mit R geschrieben. Bläert. Doch. Bläert. Wodka, Bläert. Ich bin müde und ich hab Hunger. Ich auch. Dann musst du essen hast du und Hunger, schlafen. Willst du was zu essen haben? Nö. 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 Er geht nö. Jetzt Bretter verteilen. Sollen wir kuscheln und den Diadis verkloppen? Wen sollen wir verkloppen? Diadis. Hau den Young auch. Ja, das ist mein Cousin, ne? Böse. Ja, das ist mein Vater, der ist immer böse. Warte mal, dann sind wir verwandt. Oha. Dann sind wir Schwipp-Schwapp-Schwager. Oh Gott. Er hat einen Schwipp-Schwapp-Schwager. Warte mal, wenn es mein Cousin ist und dein Vater, dann bist du... Oh. Mann, der Kreis schließt sich. Step, Sister, I'm stuck. Was? Step, Bro? Was bist denn du dann? Ja. Yeah. Ich einfach. Okay. Bist du nicht meine Cousine? Ich glaube Großcousine oder so. Cousin. Mhm. La Cousin, wie geht's? Großcousin. La Cousin. Gut, das ist der Moment, wo ich mich entfernen sollte. Wir sehen uns. Schönes okay. Leben noch. Die Cousin. La wohin? Ich bin. Ja, ich mach jetzt diesen Wurf. Ich rufe meine Familie. Wer ist deine Familie? Ramon, und dann kommt Curtis. Ramon, ja, Salami. Hier bin ich, der Ramon Los Santos. Curtis, ja, Salami. Nein, ich esse keinen Salami, das ist Halan. Nicht Halan. Du, Cisco. Hey, du. Pitch, Amon. Oh, schon wieder einer. Schön. Und ich bin nicht dabei. Sein Güttin ist sick. Was war da unten alles nur PD, das hab ich meinem Anime gehört. War da unten nur PD oder was war da? Ja, da wurde ein Laden umfallen.
Wieder von Leuten, die sagen, die arbeiten da. Wie immer. Mit Helm. Ja, ja. Ich arbeite mit einem Bauhelm auch in meinem Kiosk. Ja, klar. Das ist Standard. Ja. Ist der Helm nicht da drin? Runterfällt. Ja, yeah. Oder ein Wassermelon-Kugel. Falls er abgespritzt wird von der Dose. Wer wird... Was? Oh mein Gott. Nein. Und dann sagen die mal, die Typen sind sexistisch, ne? Ja, ja. Ich darf das. Ich bin eine Frau. Und ja, aber wenn man zu euch was sagt, dann ist Geholde groß. Das stimmt gar nicht. Ah, ich hab nicht geheult. Ja. Wann hab ich denn je geheult? Du hast vorhin geheult. Aber nicht deswegen. Ja, sondern bei deinem Fußnagel zu groß. Der ist eingesetzt. Der, der hat eine Ballenzähl. Wir brauchen Maische. Maische. Ich will nur bleiben. Maische. Oh, ah ja. Das war eine Flugzeugturbine. Hab's. Du bist gut in Sachen einatmen, ne? Kannst du so einen Knoten in deine Zunge? Du da? Ja, warte. Ich liebe Amerika! Hutchen mit Leis. Ach, und der Leid kein Fleisch. Das darf man nicht machen. Das ist rassistisch. Ja, ja. Ja, ja, es leckt mich im Arsch. Ja! Es ist rachichisch. Ich hasse euch. Da hat er dich aber. Nein, du liebst uns nicht noch einer. Nö, ich kenne mich gar nicht. Ja, siehst du? Lieber auf den ersten Blick. Haben die Pokémon-Karten? Ich hab shiny. Ich sammle Yu-Gi-Oh! Ich hab ein türkisches Glurak. Glurek. Der Glurek, ja? Glurek? Leo? Nee, aber. Glitzerdau. Was? Nee. Ich hab ein türkisches Bisasam. Könnt ihr mich dann gleich beim Benny sagen? Ich hab einen Turtok, einen Türtok. Können wir machen, ja. Super. Weiß immer nicht, warum auf die Türken. Immer das gleiche. Ich mag Türken. Hi. Ich mag alle Menschen. Also. Was bin ich? Ist denn der Funk? Nee, oh, lass den Leo oder meine Ruhe. Schlecht. Ich zieh dir meine Hose an. Ich an. Jetzt gleich, hab eine Hose. Wieso an. Hast du keine Hose an? Oh, ruf mich doch einfach an. Mein T-Shirt. Ui, mein T-Shirt rutscht. Oh, besser. Ja, dir rutscht was ganz anderes. Mhm. Und zwar dem Hals runter. Warum, was machst du, jetzt Junge? Jetzt muss ich aber los. Bis gleich. Ja. Du Sau. Warum hast du das Mädchen rülpst? Hey. Warum rülpst du? Ich? Ja. Das habe ich geübt. Bah. Kannst du nochmal machen? Nein, leider nicht. Bitte. Hey, Donkey, mach mal nochmal. Kann ich nochmal. Bah. Bah. Der kam von unten. Donkey. Da kam Kuchen mit hoch. Weißt du, Will, du willst mich beklauen. Ich... Nee, nö. Nee. Ich hab dir doch vorhin schon meine Uhr gegeben. Ah, aber ich hab dir Winner gegeben. Das richtig. Willst du mir was anschenken? Was denn? Dein Ohr? Nee. Bring. Ich kann wirklich nicht auf Kommando. Ich merk schon. Warum atmest du so laut, dass dich doch gar nicht bewegt? Wenn du jetzt weiter musst, dann brichst du Ich hab gehört, das soll eine gute Abnehmmethode sein. Kotzen. Ach so, intermittent Kotzen? Atmen? Ja. Finger in den Hals und gib ihm. Finger in den Hals. Ich mach das mit meiner Zunge. Ich schluck die einfach. Bah. 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 Aber Bonnie. Wie kann ich nachher noch so reden? Bah. Was soll das denn heißen, Penner? Ich rede nur so wegen meinem Zungenpiercing. Echt? Ich war auch eins. Oder einfach nur ein Komm, ich mach dir einen. Nein. Soll der auch glitzern und funkeln? Und leuchten in der Nacht? Ja. Ja. Woher haben sie die Million? Ich verkaufe meine Zunge. Ihr seid Ärger. Ich petze euch mit dem Juni. Okay. Wer ist das? Der Onkel. Der echte Onkel. Das ist der Onkel. Ah, der Onkel. Ich weiß nicht, ich kenne schon so viele Onkels und Papas und Mamas. Daddy?
Was hast jetzt du gesagt, Donkey? Ich habe ja nichts gesagt. Ich bin unschuldig. Du bist immer schuldig. Nee, ich bin Jungfrau, ich bin unschuldig. Ich bin Steinbock. Okay. Okay. Okay, geht jetzt Müll sammeln? Ja, kommst du mit? Schüsse. Oh. Zum Glück habe ich einen Helm. Und noch einer weg. Wo? Wo Schüsse? Ich weiß nicht, ich kann entweder nur von da kommen oder von da. Da ist keine Ansage für mich. Ja, entweder eine Straße neben uns oder eine Straße neben uns. Danke. Ratatata. Darin, Verbrecher. Da vorne rennen die. Was, wo? Da bald Megamol. Ich sehe die. Drei Mann, ne? Da mehr. Sollen wir die umringen? Dann bist du bescheuert. Auf ein Rad. Hier ist voll scheiße. Ich mag das hier nicht. Komm mal nun ab. Ich gehe pennen. Hattest du denn ja? Aber heute nur Schutz, wie mich geht's. Ich bin nur wohl essen im Bett. Aber hier ist die Sexpolizei, ich brauche einmal die Ausweise. Guten Tag, okay, Sie können weiter. Ich geh jetzt nach Hause. Okay. Ich muss noch meine Spielzeugkiste einpacken. Gerade so, ja, gerade so durch, gerade so. Vom Alter her. Bye, have a good time. Bye, have a good time. We see us. See you later, alligator. Bibi. Wir müssen Banjo aber noch abholen. Hey. 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 Hi. Mach nochmal. War meiner. Mach nochmal. Hey. Das ist ihre. Da war eine Beule. Klar. Und eine Tarantula. Natürlich. Eine Spinne. Ja, mit drei Finger. Wir müssen Bennys. Weißt du, wo das ist? Ui. Lag deine Scheibe ein. Ich bin ein Fahranfänger. Merk schon. Geh weg. Scheibe, au, au. Geh weg. So, deine Scheibe ist jetzt kaputt. Ach, das war doch dein Glaskockring. Was willst du bei Bennys? Banjo ist da, wir müssen ihn abholen. Okay. Wo sollen die hingelaufen? Da vorne. Was sind die locker? Die wollen die jetzt hier überfallen. Wir müssen sie beschützen. Komm, steig hier ein. Habt ihr schon wieder gebrettert? Nein, gar noch nicht. Ja, ja, ja. Wir triggern Cops. Pass auf, da vorne ist der Opein. Nein. Jo. Der Bade. Och nö, nicht der Spaß. Und der hat einen Schneiper dabei. Oh, nicht der Spaß. Tschüss. Oh nein, 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 nein. Was? Oh mein Gott. Wir müssen was los. Geh weg. Der will einsteigen, ne? Dann kommen Sie mal mit. Ich glaube, ich hab immer hinten dran. Ey. Haut rein. Wie ist dein Name? Kannst du mich Schäfchen nennen? Wie kann ich dich nennen? Schäfchen. Na klar, ich nenne dich Schäfchen. Was geht, Schäfchen? Hammer's Geld. Hammer's Geld. Du bist ein Du kommst Prinzen. Jetzt mit. Ja. Du bist unser Geisel. Ja. Oha. Wir fahren dich jetzt in den Teufel der Großstadt. Oha. Hast du Angst? Ah, Gartenverein. Wo ist denn Danjo? Weiß ich nicht, der meinte das hier, das Karam-Tune, das ist drinne. Hat da stehen noch welche. So, du gehst jetzt hier raus und sagst der Gruft, dass du ihre Tankstelle befallen hast. Hab ich doch schon. Raus hier. Okay. Hoffentlich kriegst du Prügel. Der geht nicht zu Grove.
Wo ist denn Danju? Der war bei Bennys drinne. Ich weiß nicht, ob es. Ach so. Gehört der Grove Street Bennys? Ja. Kenn ich ja. Von ja, wo bist du? Drinnen im Bennys. Ich mach grad noch das Auto, dann bin ich fertig. Ja, wie lange dauert das? Nicht lange, 2 Minuten. Wir sind vor Tür. Ja, top, top. Bis gleich. Da, guck. Boah, ich krieg da auf die Schnauze. Meinst du, die Schlangen gehen zusammen? Oh nein. Wir sind die größten Pisser. Danke, dass ihr ihn hergebracht habt. Die haben bei euch rumgeknattert. Dann haben wir richtig verprügelt. Ja. Klau seine Schuhe. Nee, die sind hässlich. Hoffentlich kriegt er auf die Schmutze. Der hat er schon, der liegt da hinten. Warum habt ihr den hingebracht? Die haben bei euch rumgeknattert. Ah. Der wird schon seinen Grund haben. Okay, danke schön. Der warten auf Danju, das ist bei euch drinne. Wo drinne, wie? Auto. Das ist am Tune. Ach so. Okay. Ja, können doch reingehen. Wir haben Angst. Das sind Gangster, oder? Ja. Shirox, vielen lieben Dank für 5 gifte Subs vor 23 Minuten. Ich hoffe, du bist noch hier, Bruder. Du hörst das. Dankeschön. Wild. Wild. Boah. Was ist mit dem? Was ist das denn? Ich kann nicht pfeifen. Hör auf damit. Ja? Ja, du hast gesagt 2 Minuten. Ich kann nicht pfeifen, aber du bist eine Jeile. Das war noch keine 2 Minuten. Bestimmt voll die Tür. Ja, ich bin gleich da. Gleich kannst du nach Hause laufen. Nein, ich bin gleich da. Kurz einen Augenblick. Beeil dich. Ja, ich mach schnell. Bis gleich. Ui. Wow. Ah, Vorsicht. Was geht? Tanksam. Mach mal Handbremse. Jeff hier. Die Grove haben den zusammengewichst. Ja, die Grove hat den verkloppt, ne? Echt jetzt? Olden ja, Freund? Der liegt da hinten um die Ecke. Ach, als ob. Ja. Ja, geh doch gucken. Da vorne rechts. Ja, Gangkrieg ausgelöst. Ja. Das ist mal eine gute Aussage, ich bin hier. Ruf gegen Ballers, endlich. Wurde doch Zeit. Ja. Hat Trusted in Cross 3. Haut rein. Das ist Leo im Auto. Der war auch ganz oft im Park schon. Soll ich Randale machen? Besser nicht. Komm, wir gucken. Oh, da wird geschossen, Wilder. Da wird schon wieder geschossen. Ja, lass gucken gehen. Scheiß auf Danju.
Komm dann, du! Ja, du hast, ich hab schon schießen gehört. Ja. In einer Stunde ist der fertig. Wenn ich ihn wieder abholen. Ich glaub, das mache ich morgen. Sind die anderen eigentlich alle schlafen gegangen schon? Da wird geschossen? Der hat auf uns gezielt, Mann. Sollen wir den See wegbrettern? Wow. Die sind verrückt. Wo liegen Verletzten? Was, wo? Wo? Ui. Hey, habt ihr den gesehen, der versucht Autos zu klauen? Der ist einfach alle Autos abgelaufen. Lass den Motor an, du Pellner! Wer war das? Du! Aber gut, wie spät er das gemerkt hat, Killer. Ich dachte, Tankrenner. Guck mal, ist ein Laden, ne? Ja. Was gibt es da? Erdbeermarmelade. Essen und Trinken kaufen. Fuck Families! Ich fahre nach Hause. Ich fahre auch nach Hause. Bin müde. Besser ist das. Ist schon spät. Hier wird wieder Ärger von Mutter. Ja. Was ist das zu essen in der Bude machen? Hallo? Oh, der gute Zaun. Boah, das war echt knapp. Warum ist hier eigentlich nur dieses eine Stück Zaun? Das festbetoniert. Und warum rennt Danju dagegen? Okay, ich bin schlafen bis morgen. Hau rein, Habubi. Check, check, yee. Andrich gepennt. Ja, ich auch. Peace. Hau rein. Dann vom Schlüssel keine Passt hier. Wir machen heute mal ohne Musik aus. Auf ganz entspannt. Ich sehe, Dexus ist online. Gucken wir, bei dem in der Pimms geht. Ist gerade auf dem Highway. Schön auf Metabasis. Chubidubiduabba. Dexus ist im Böse zu mir. So, heute nur ein Short-Stream. Vielen lieben Dank trotzdem, dass ihr da wart und nett seid und lieb seid. Und danke für den Support. Wir sehen uns morgen. Aber vielleicht morgen Daisy, ich weiß noch nichts. Wir haben das ja jetzt mit dem Bowlers geklärt im EP. Mal gucken. War witzig, danke. Ja, ich hoffe, dass das witzig ist. Ich hoffe, dass ich einen mal gerne unterhalten kann, auch für mich selber. Weil für mich selber muss Spaß machen, in erster Linie. Ja. Bis morgen, bis nachher, 19 Uhr. Ich krieg heute keine Waffeln. Ich habe gestern Waffeln gegessen. Tschüss! Und ab zum Dexus, wie immer. Wird ja langsam zur Tradition hier. In dem Kabuff. Tschüss und vielen lieben Dank. Dank für alles. Tschüss. Tschüss, Winkel. Nehmt euch noch schnell ein Tinkepäckchen. Tschüss, bis nachher. Tschüss. Tinkepäckchen.